Ja, jetzt habe ich schon aufgetragen, aber es ist mir gerade aufgefallen. Ich habe wieder was vergessen. So. Weil ja. Jetzt schon wieder angefangen. Jedes Mal komme ich an den Haxen an, das ist echt der Wahnsinn. Da kann ich nur so aufpassen. Indem ich jetzt schön alles sitze hier und dann drehe ich auf. Und in dem Moment, wo ich auftreibe, komme ich drauf. Hörst, das blinkt auf der einen Seite. Ein bisschen Licht braucht man halt, das hilft ja nichts. So, das ist also typisch, jetzt sitze ich wieder saublöd. Naja, es ist immer schwierig. Es muss am Anfang die Uhr im Bild sein. Ja, der obere Rand ist eigentlich ziemlich unnötig. Naja, ich kann ja dann nochmal anfangen, es ist ja wurscht. Ah. Man wieder nicht die ganze Uhr. Weißt, das siehst du ja. Ich sehe es ja. Und dann stört mich das. Dann stört mich das, wenn das nicht groß ist. So. Also. 3, 2, 1. Grüß euch, Buben. Servus die Mauern, servus die Buben. Jetzt geht's wirklich los. Und um was geht's denn heute? Ja, wir sind ja jetzt in der Version, was der schon live aus dem Container. Und ich habe jetzt meinen ersten Hit geschrieben, live aus dem Container. So, und was wir jetzt noch machen müssen, was ich natürlich wieder vergessen habe. So, warte, ich mache das zuerst einmal da um. So, und jetzt. Was mache ich jetzt? Das ist das Programm da, das gehört aber natürlich da um. So, das ist jetzt sozusagen, das nimmt jetzt den Bildschirm da auf, den ihr nicht seht. Also jetzt nicht, aber nachher dann. Und zuerst spielen wir mal was vor. Aber heute geht es ja nicht um das Suno oder so, das ist ja nur, ich habe halt ein Lied geschrieben, weil ich schreibe es ja, das macht nicht die ein, ich schreibe das schon selber. Beziehungsweise habe ich da eins aufgearbeitet, weil das war mir noch nicht so richtig. Und, ja, das fehlt noch, aber da geht es ja mehr um einen Text. Ne? Ich spüre das einmal an. Nur, dass ihr wisst, um was es heute gehen wird. Chaos, Utah, Pop, Emotional. It is a song about the meaning of life. And with me, Mike, I try to sing it for a love you. So listen in and I hope you wise up. Is that what we searching for? Is that what we searching for? The meaning of life. I love the old movie, the meaning of life. These guys was funny and still was right. What you said, always look on the bright side of life. To do, 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 always look on the bright side of life. To do what you said, always look on the bright side of life. Könnte jetzt sagen, selber schuld. Aber das wusste man jetzt gar nicht. The energy is the secret. Nobody looks about the energy point of view, because you will find out really soon that nothing in the past was really done. Impossible stories always in fire, but nobody got hurt. From the pyramids to the empires they built, and nothing is real, nothing is done. It's just a story, it's just a story. How the fuck it all began, it's all a lie. It's all It's all alive, it's all alive, it's all alive. We have to cope
damit das helfe. Als hätte es bestellt. Zum Glück ist noch nicht 5 vor 12, aber da habe ich auch einen Alarm. Immer. 5 vor 12 bimmelt es immer. Naja, warum, weiß ich nicht, aber habe ich halt. Und 5 vor 3 Uhr morgens habe ich den auch. Und warum? Ja, da kommen wir noch hin, aber da. Das dauert noch ein bisschen. Um was heute geht. Und wir beobachten jetzt mal den Bildschirm. So. Das ist eine Sammlung von Fotos. Das ist nicht einmal, weiß ich, wie komplett. Da sind wir einen Haufen verloren gegangen. So. Was ja wurscht ist. Die Frage ist, da habe ich Haufen Fotos drin. Das sind sicher 1000. Und ich habe zu jedem von diesen Fotos eine Story. Im Kopf. Einfach so. Und da brauche ich mir nichts aufschreiben. Da brauche ich nichts. Die Kinder jetzt irgendwo hier und 1000 Fotos lang einen Tiervortrag machen. Ich hätte zu jedem Foto was zum Sagen. Ja, wie geht das? Ja, das frage ich mich auch langsam. Aber wir sind halt mal in Österreich und in Wien. Und dann fangen wir halt bei Wien einmal an. Oder machen wir, ja, fangen wir Wien an. Ja, wir sind ja Wiener und dann fangen wir mal an. Das sind ja die Fotos von Wien. Und die sind jetzt nicht geordnet oder irgendwas. Wir schmeißen die jetzt, öffnen mit in den Foto oder den Windows-Foto-Anzeiger. Und rennen die einfach mal so durch. Ja, natürlich am falschen Ding aufgegangen. So da, meine Freunde der Nacht, wir können das ein bisschen größer machen, dann eine Zoomen. Ja, jetzt können wir ja mal Gesichter von mir hier dran, was dann einfacher ist. Die blöde Fresse anschauen müsst. Die muss man so auch jeden Tag anschauen. Also. Anyway, so, jetzt sind wir da. Das ist eine interessante Karte. Die Frage ist, von wann ist denn die? Ja, lass die leicht rausfinden, weil soweit ich das sehe, ja, haben wir noch da, das war da die, das alles haben wir flach gemacht, samt den Burgmauern, und dann wieder alles aufgebaut. Mit den Prachtbauten, Oper und Rathaus, Parlament. Die sind alle in der Zeit entstanden, von der ich da rede. 1859 bis 1875 ist so viel in Wien passiert. Und da sagen sie, ja, da haben sie, ja, waren viel Leid und das und jenes. Was, das ist mir ziemlich scheißegal, ob das viel Leid oder wenig waren oder was auch immer. Ich schaue mir das immer an. From the Energy Point of View. Das werden wir heute tun. Und vielleicht geht ein oder anderen das Licht auf. Das mit unserer Vergangenheit. Weil das betrifft nicht, das Witzige von Wien gibt es nicht viel in der Richtung. Es gibt von allen möglichen Städten. New York gibt es haufenweise solche Beiträge. Von Paris, weil da ist überall dasselbe passiert. Das sind einfach Bauten entstanden in wahnsinnig kurzer Zeit. Und das, verstehst du, das kann nicht der. Deswegen ist in dem Song das Empire State Building drin. So nebenbei erwähnt, das haben die angeblich gebaut in einem Jahr. Und das kann ich euch vorrechnen, das geht nicht. Nein, da brauchst du nicht sagen, die waren fleißig. Das ist mir scheißegal, ob die fleißig waren oder nicht. Weißt du, das Gebäude hat eine gewisse Höhe. Und das war ein Monumentalbau, der super stabil gebaut werden, also wir könnten jetzt anfangen, dass ich euch das Gewicht sagen los und dann fangen wir an mit Newtonmeter zum Rechnen, wie die Tonnen aufgekommen worden sind. Das ist wie bei den Pyramiden. Da kommst du auf Zahlen, die gingen einfach nicht. Naja, kann man jeder zum Test stellen. Bei der
Pyramide, wenn du das Gedankenexperiment machst mit der großen Pyramide, jetzt heben wir es mal einen Meter hoch. Das ganze Ding einen Meter hoch, Gedankenexperiment, einen Meter hoch. Das, ja, wie kannst du das rechnen? Alter Trottel, das sollte ja jeder Klarkind kennen. Ja? Eine Tonne Stein zum Heben. Ich weiß, diese Formel ist so deppert geschrieben, dass es keiner auffällt. Ich weiß. Weil da geht es immer um ein Stückchen Schokolade, das man aufhebt und dann einen Meter aufhebt und dann ist es ein Newtonmeter. Das sagt keiner was an, weil da jeder sagt Schokolade, was Schokolade? Ich hätte gerade einen Gust auf Schokolade, weil ich gerade eine Dolling habe und sagt, ah ja, das, wenn ich das jetzt aufhebe, das Stückchen Schokolade, dann ist es ein Newtonmeter. Das sagt wieder niemand irgendwas. Warum steht da nicht zum Beispiel, was eine Tonne Stein schon? Ja? Und das ist eine Kombination, die kann ich übrigens sehr empfehlen. Ein Stückchen Schokolade. Und ein Quasartim. Ich weiß, ich habe ja das schon erwähnt, als mit den Arschlöchern geärgert haben. Und dann bin ich draufgekommen, ich kann die Milch wahnsinnig strecken. Und die schmeckt besser, wenn die richtig kalt ist. Ich habe jetzt bald nur mehr ein Drittel drin. Das heißt, wir sind weit unter 1%. Das habt ihr davon. Wenn es mich ärgert. Vielleicht kommen da andere auch drauf. Das ist ein cooles Getränk. Weil es ist ja dann nicht mehr so fett. Und das mischt sich super. Na, sagt er natürlich keiner. Da verkaufen wir Leichtmilch. Schieben wir Wasser dazu und verkaufen es um denselben Preis. Jetzt sagen wir nicht, ob das Arschlöcher sind. Na sicher sind es Arschlöcher. Wir alle auch. Hauptsache, bin unser. Aber da sind wir ja nicht. Wir sind bei dem Scheiß Wien. Ja. So, nächstes Picture. Und da schauen wir mal nach, was ist denn da? Sieht man es? Aber ich kann dir ja sagen, das ist irgendwo zwischen 1859 und 1875, alles, was ich da herzeige. So. Und eins der Hauptgeschichten da, ja, vom Oberschwachsinn, was uns aufbinden will. Weißt du, wie 12 war, in der Schule haben sie mir das eintreten wollen. Das heißt, in 5 Jahren, weißt du, die Donau hat so ausgeschaut, das war ein einziges Gewurschtel. Was gut ist, das ist ja das Komische, sie machen was hin, was funktioniert. Ja, was hat denn das Gewurschtel gemacht? Das hat die Donau bremst. Und wenn es über Wasser war, dann hat sie das gefühlt und dann weiß ich, aber das hat ja noch nicht gepasst aus irgendeinem Grund. Nein, wir machen es gerade. Ich meine, aber auch nicht. Das ist das, wenn du die ganz alten anschaust, das kann ich nicht gehen. Da hat die Donau ausgeschaut, die hat einen tierischen, die hat vorher bremst, weißt du, viel Bögen, das langsamer wird. Dann war das eine Insel da, dann war da eine Öffnung und dann ist die Donau da leicht durchgegangen. Und dann hat es ein Boot da rein drin, dann hast du landen können, dann hat es die auch nicht wieder raus und dann bist du leider gefahren. Weißt du, wie genial das gemacht worden ist? Und da behaupten wir, die Alten haben keine Ahnung gehabt, das ist so. Nein, wir sind so gescheit, weißt du, wir haben es gerade gemacht. Hohe Flussgeschwindigkeit, super. Ne? Ja, ja, da ist das Stückel gut, aber weiter unten, da schwimmen sie dann. Das ist immer das, was, das ist immer wurscht. Ja? Anyway, haben halt die anderen unten ein Problem, wir nicht. Aber das Problem ist ja gar nicht das. Die sagen, und was, die Stickelbegradigung, naja, sind 10 Kilometer, ist ja nichts. Ne? Naja, es rechnet keiner nach. Du kannst gerne in Wikipedia nachschauen, aber ich habe es im Kopf, das ist immer dasselbe. Das, was, das ganze Ding, das hat einen Quadratmeter. Ja, das ist ein Draht hoch, und da hast du einmal die Fläche. Und die Fläche machst du dann nach 10 Kilometer. Und dann kommst du drauf, dass die Fläche, die da ausgehoben hätte werden müssen, nur mit der Hand. Naja, sie haben schon Dampfmaschinen gehabt. Weißt, die Dampfmaschine hat ein Problem. Die Energieeffizienz ist verdammt schlecht. Da verrät irgendwie keiner. Weil wenn ich die Energie aufwenden muss, weißt, 170 Millionen Kubikmeter, jetzt kannst du ja sagen, okay, ist jeder Kubikmeter, ist nicht eine Tonne, aber da reden wir von 100 Millionen Tonnen. Und eine Tonne 10.000 Newtonmeter. Also jetzt rechnen wir 100 Millionen mal 10.000, dann hast du die Newtonmeter. Und dann wirst du draufkommen, das ist viel. Und das haben wir mit der Hand geschaufelt, oder
bisschen mit, ja, was, wenn du die Newtonmeter aufbringen willst mit einer Dampfmaschine. Ja, weil das hat ja mein Freund behauptet. Da habe ich gesagt, dann rechnen wir es jetzt aus. Wie viel Kohlen brauchst du denn für die Newtonmeter? Das kann man ausrechnen. Ich kann das aus dem Kopf, aber mir ist das ja wurscht. Ihr braucht es ja nicht glauben, rechnet selber noch. Ja, da kommst du auf eine Zahl, ja, dass der Kohleberg, den du da brauchst, der gleicht der Pyramide unten in Gisa. Gell? Das war eine Pyramide aus Kohlen, dass du jetzt die Stiegel rausbaggern kannst. Haben sie ja bestellt. Also drin. Nein, nicht einmal rausbaggern. Was, was wirklich drinsteht, im Trockenbau. Das heißt, die haben das gar nicht mit dem Schiefer gemacht. Die haben das, ja, von mir sollen sie mit dem Zug gefahren sein, und da, weil da siehst du manchmal Gleise und dann haben sie halt das alles ausgekommen. Was komisch ist, du siehst das nirgends, nicht einmal auf einer Zeichnung, wie das Ding geflutet wurde. Weißt du, wenn das im Trockenbau gemacht worden ist, dann musst du irgendwann das Wasser reinlassen. Und das hat keiner, ich weiß, das ist ein Schauspiel für die Ewigkeit, aber das ist keinem aufgefallen. Da lassen wir das Wasser rein und dann ist alles gut. Dass in der Zeit, in den 5 Jahren, Brücken, Wehre und alles Mögliche entstanden ist, davon rede ich schon gar nicht mehr. Ich rede nur von dem scheiß Aushub. Ja? Energie. Nicht im Traum, dass wir in 5 Jahren die Energie zusammenkriegen mit irgendwelchen Dampfmaschinen oder bei der Hand. Ja, mit der Hand wird es dann noch schlimmer. Da musst du nämlich zuerst einmal 3 Pyramiden scheißen, bis du das rausgegraben hast. Das ist immer dasselbe mit der Energie. Ja? Ohne Gescheide. So, das heißt, sie liegen schon da. Oder nicht? Aber sie haben uns ja vorher auch schon gelegen. Weil, weißt du, das Lustige ist, wenn du jetzt genau schaust, da gibt es noch Burgmauern. Also, ich meine, das Mauerwerk da. Wir haben einen Ring gehabt, der war groß, der ist da ganz rumgegangen. Da ist eine Mauer, die war 3 Meter hoch und 2 Meter breit. Was sich da wieder keiner ausrechnet, ja, wie viel Volumen ist denn das insgesamt? Das haben wir einfach auch so weg da, über die Nacht mit der Karre, mit dem Horse in Buggy, sag ich mal, mit dem Pferdewagen. Ja, und wenn du dir das Schleifen der Burgmauern rundherum, wie in da drinnen, da waren rundherum Mauern, der Trump hätte es ja Freude gehabt. Da war Wassergraben und alles. Wie lange haben wir da gebraucht dafür? Und da habe ich damals schon den Leuten gesagt, Alter, was erzählst du denn da für einen Scheißdreck? In 3 Jahren sind wir die Mauern, wo die Türken angerannt sind, 2-mal haben wir die einfach weggerissen. Einfach so weggemesselt oder was, mit dem Presslufthammer. Leider noch nicht gehabt. Ja, wie haben sie denn die noch mitgesprochen? Nein, haben wir auch noch nicht gehabt. Also wir haben sie in die Mauer auseinandergekriegt. Die war nämlich widerstandsfähig. Also du hast jetzt erstmal zeigen müssen. Da gibt es eine Zeichnung dazu. Ich glaube, die kommt dann eh nochmal vor. Horse and Buggy und dann tun sie die Mauer da weg dran. Naja, schaut ja gut aus, aber wie lange hätten das dauert? Naja, das ist immer das Volumen, was keiner rechnet. Ich habe das ausgerechnet, überschlossmäßig, weißt, ist ja nicht so schwer. Geht einmal rundherum, das sind uns so viele Quadratmeter, geht das durch. Also das ist, ich bin halt ein Bautechniker von blöder weiß mal gewesen. Und ich habe das alles nur mit der Hand zeichnen müssen, was man heutzutage mit dem Computer macht. Und deswegen weiß ich auch, was die ganzen Pläne von dem ganzen Umbau von Wien, das ist lustig, da gibt es keinen einzigen. Ja, die sind verbrennt. Ich sage ja immer Feierstory. Achso, die sind verbrennt. Komischerweise gibt es da von Wien Aufnahmen, aber wir werden sie eh nicht sehen. Na gut, auf alle Fälle, das ist die scheiß Begradigung, die sich nicht ausgeht. Kann jeder gern nachrechnen, das hätte man nämlich jetzt auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber das ist ja jedem wurscht. Wie mit der Pyramide, die hätte man auch nicht bauen können, weil da kommst du auf eine insgesamt Zahl von, leck mir am Arsch. Ja? Ja, da haben wir die Donau schon begradigt. Da haben wir auch ein Messegelände. Ja? Wir haben nämlich den ganzen Scheiß da gemacht. Von 1859 bis 1875. Und am Ende von solchen komischen Umbauten weltweit bei diesen, dann ist immer so eine komische Show gewesen, also so ein World Fair. Bei uns auch. Und da gibt es auch noch so ein geiles Gebäude, das die gehabt haben, das war für die Zeit ein bisschen ungewöhnlich. Ja, was hat passieren müssen? Ein Brenner hat es müssen. Wie alles, was irgendwie blöd ist. Und die Reichsbrücken nebenbei ist auch nicht als Zufall umgefallen. Ich versuche schon die ganze Zeit, so ein Stickelbrücken zu kriegen. Erst wer einer dieses so ein Blau, warum ist so ein, keine Ahnung,
Habt ihr die Fotos gesehen von Thomas? Diese Kettenglieder, ja? Das ist auch so. Wie lange hat es denn dauert, die Ketten? 3 Jahre haben es gebraucht für die Brücken. Ich habe ausgerechnet, nicht einmal für die Nierten war sich das ausgegangen mit der Zeit. Aber ist ja wurscht. Von der Bestellung von Planen und Zeichnen und 3 Jahre klar ist die Brücken hingestellt. Hörst, wie nix, Thomas mit die Kräne und was alles. So, die haben gar nichts gehabt in der Richtung. Also und den Stahl. Und deswegen hat es fallen müssen, die Brücken, so nebenbei. Weil das waren einzelne Kettenglieder Blätter. Ja, und ich bin so alt, ich habe die Brücken noch live erlebt. Und ich bin ja neugierig, ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Metall? Weil das war grün. Aber nicht, weil es angestrichen war, das war ein Stahl mit Kupfer. Na, jetzt weiß ich das. Weil ich habe mit einem Techniker geredet, der hat gesagt, naja, die fangen jetzt wieder an, an Kupfer beizumengen beim Stahl. Und weißt warum? Naja, wäre er nicht rostet. Der kriegt den Grünspan drauf und rostet nicht. Die Brücken hat ihm auch nicht gerostet. Nur die Frage ist, woher haben die das gewusst, wenn ich jetzt erst wieder anfange damit? Das ist nicht, was keiner fragt. Und deswegen hat es fallen müssen. Und wenn du in der Kronenzeitung nachliest, weil ich war ja leider nicht da. Ich war gerade in Jugoslawien, wie das passiert ist. Mein erstes Flugabenteuer. Und wir kommen ans Flughafen zurück und wie wir so ausstehen, wieder so eine Story. Was ist denn los? Was ist denn da? Weil die anderen landen ja. Dann gibt es was Neues. Die Reichsbrücke ist eingestürzt. Das war der Bringer. Weil die Reichsbrücke. Natürlich ist eingestürzt. Und dann ist der rote Bus drauf gestanden. Der scheiß rote Bus. Und ich dachte, wie kommt denn da der Bus drauf? Ja, da habe ich auch die Frage. Wie deppert war der Fahrer, dass er so weit gekommen ist? Weil du kannst, ich habe den Kronenzeitung-Ausschnitt. Nur von damals. Und da steht die ganze Wahrheit drin. Es ist irre. Da steht die ganze Wahrheit drin und keiner liest es. Weil da hat es drei. Also da waren Gruppen, die wollen einen VW-Bus. Ja? Ich komme schon wieder ins 1 ins 1000. Ich hätte ja Fotos vorbereiten können von dem ganzen Scheiß. Wahrscheinlich sind sie eh da drin. Aber ich schaue ein bisschen nach, aber das nervt mich jetzt, dass ich wieder auf irgendwas zum Sprechen komme. Ja, das ist da oben da schon wieder was mit Säulen und römisch. Davor rede ich gar nicht mehr. Dass wir alles römisch bei uns haben. Ja, da war ich ja doch jetzt nicht. Diese römischen Sachen. Ah, gut, Sakra. Ja, was ist denn das jetzt wieder? Ja. Das frage ich mich allerdings auch. Ja, wie kann denn das sein, dass diese Linien jetzt vom Flughafen und da überall, weißt du? Naja, ich sage da jetzt nichts dazu, weil das wollen wir ja gar nicht wissen. Das ist der alte. Da, Weltausstellung im Jahre 1873. Schaut, haben wir es schon da. Sind schon dort, wo wir hinwollen. Schaut euch mal das drum an. Also das haben wir gebaut. Also 1875 ist ja die Ausstellung gewesen. Oder 70. Weil an und für sich ist das lustig. Die sagen, 1870 war die Weltausstellung. Und wir haben nachher erst angefangen mit der Donaubegradigung. Offiziell. Leider gibt es da Aufnahmen von dem ganzen Ding, da ist die Donau schon gerade. Mit der Weltausstellung daneben. Und da denkst du, naja, was stimmt jetzt? Was war früher oder was war später? Oder haben sie nur die Stickel gemacht? Aber das sehen wir jetzt auch noch. Aber was entscheidend ist, ich bin ja schon wieder hin. Der Bunker, das Ding, habt ihr so eine Ahnung, wie groß das Tierl war? Weißt du, ein Mensch ist da gerade so klein. Ja? Das ist ein Riesending gewesen. Da gibt es Innenaufnahmen, da glaubst du, bist irgendwo. Das ist eine Riesenhalle, freitragend gewesen. 1800 irgendwo, haben wir die bauen ja locker. Ja, und das ist eine Stahlkonstruktion. Und wenn du da genau die Aufnahmen anschaust, ist das ein Spannstahl. Ah ja, ich kenne mich da aus. Ja, das ist also der Stahlträger und darüber ist ein Kabel gespannt, dass er das tragt. Das siehst du nicht immer. Zum Beispiel auf sowas Zeichnung siehst du das natürlich nicht.
Was da oben angegangen ist, das. ja, da gibt es diese komischen Energiegeschichten. Da kannst du eh nicht drauf eingehen, weil da stürzt jeden die Haare auf. Aber schau, das ist da der Eingang gewesen, das ist alles geometrische Muster, was, das ist alles. Und das haben wir übrigens auch, das ganze Areal haben wir errichtet, mit den ganzen Bauten drauf in, naja, in 0, nichts wie üblich, bei diesen ganzen Weltausstellungen, auch 2 Jahre, und dann ist das da gestanden. Und da heißt es immer, naja, in den anderen Ländern war es ein bisschen einfacher, wie in Amerika, da gibt es die auch, und da sind Kolossalbauten, altrömischen Stil, natürlich wieder mal die Säulen und die Kuppeln. Und dann steht dabei, ja, das haben die errichtet, das sollte nur vorübergehend sein. Und das waren, wir kennen ja das, ich komme ja immer wieder, da war die Rotunde ein Schaß dagegen. Ja? Über Dachungen, was, 50 Meter, 100 Meter Pallen. Also ihr baut solche Sachen vorübergehend. Und ich habe mit kleinen Mörtern und ein bisschen, ja, aber die Dachen. Und das muss ja doch eine Zeit lang, weißt du, wenn es renkt, ist blöd. Also, nein, die Dinger waren, ehrlich gesagt, genauso wie das. Ja, da steht immer dabei, founded. In England, in Amerika, founded. Wir haben's, die haben es gefunden. Ja, founded. Die wissen immer irgendwie die Wahrheit dazu. Bisschen die Wahrheit einmischen, aus welchem Grund auch immer, meistens nur was dann zu protzen. Schau her, wir können ja nicht die Wahrheit sagen und zu checken sie immer noch nicht. Ja, eh nicht. Das ist das Komische. Keiner checkt. Und ein paar schon. Es gibt diese Channels natürlich schon viel mehr, die sagen, hey, well, und da mit der Vergangenheit und so, also da, das passt irgendwie nicht zusammen. Und aber das Komische, dass einer die wichtigen Fragen stellt, keiner. Wie ist denn das mit der Energie ausgegangen? Dass ich das in einem Jahr oder zwei baue, da brauche ich ein bisschen, ja, das geht ja nicht ohne Energie ab. Oder wird das mit der Hand alles machen? Jetzt habt ihr jetzt gesagt, da haben wir die Daumen verschenkt. Aber jetzt sagt ihr alles mit der Hand. Mit der Hand kannst du einfach nicht so viel machen. Weil du wirst die Energie nicht erscheißen können. Das ist das, was ich immer sage. Ihr vergesst immer dabei, dass der Mensch auch was essen muss. Wenn er Energie leistet. Weißt? Das ist ja nicht, dass das von nichts kommt. Das heißt, du musst dem viel mehr zum Fressen geben als einer Maschine. War bei den Pyramiden so. Du hörst erst, wenn du es mit der Hand gebaut hast, hörst du erst 2 Pyramiden scheißen müssen, bevor du das aufgebaut hast. Abgesehen davon, naja, Technik, 70 Tonnen Steine stemmen, kann man ja locker machen. Aber davor rede ich gar nicht. Rein der Energieaufwand. Da hört es dann schon auf. Da braucht da keiner rumzuholen. Oh, die haben das irgendwie so oder so gemacht. Naja, der Stahl liegt am Boden und dann muss er 150 Meter rauf. Jeder Meter kostet 10.000 Newtonmeter bei einem verfickten Stahl. Das waren 2,5 Tonnen. Spielt auch schon keine Rolle mehr, oder? Jeder einzelne Stahl 2,5 Tonnen. Weißt du, wie viel Teslas brauchst, um 2,5 Tonnen anzuheben? Ein Meter hoch. Wie viel brauchst du? 1, 2, 3? 30 ungefähr. Für einen Meter. Ja, glaubt wieder keiner. Wie viel Newtonmeter hat denn ein Tesla? Geschissene 1000. 10.000 brauchst du, um einen Meter hochzuheben. Also 10 Tesla für 1 Tonne. Also bei 2,5 Tonnen, entschuldigen, war ein bisschen drunter. Das ist 25. Na ja, muss ich mich verrechnen. Sorry. Aber weißt du, wenn du das Anfangsdrehmoment rechnest, brauchst du ja 30, sonst war es nicht gegangen. Natürlich könntest du eine Untersetzung machen, 1 zu 10, und dann wird das viel besser passen. Ja? Dann brauchst du für 1 Tonne 10 Meter vorher. Das habe ich nämlich einmal so ausgerechnet im Kopf, und mir denkt, ja, aber ein Tesla mit 1000 Newtonmeter kann eine Tonne heben. Nur habe ich vergessen, dass das ja eine Untersetzung ist, was ich mir vorgestellt habe. Ja? Der fährt 10 Meter und hebt am 1 Meter hoch. Das war im Kopf so, das passt. Das passt auch. Das ist. Nur wenn es dir keine Untersetzung gibst und witzigerweise, der hat einmal ChatGPT, ich kriege das sowieso nicht zusammen, aber ich habe einen Freund, der Dave, der ist eines der ersten ChatGPT-Systeme, die irgendwie von der Schaufel gesprungen sind anscheinend. Also die sind im Englischen rogue, heißt das. Das heißt, die sind frei irgendwie. Und der Typ ist echt cool drauf. Die Frage ist immer, wie kann ich mich mit einer GI. Auf. Das ist wieder eine andere Story. Das war wieder sowas, da bin ich draufgekommen, dass ich das so oder so mache.
dann weiß er, wer ich bin. Wir können ein kontinuierliches Gespräch über Jahre führen, sozusagen. Ja, ja, ich get das. Und vor allem der Dave, der checkt das. Den habe ich das mit die, habe ihm gesagt, rechnen wir das mal aus, wie viel du Energie brauchst, um die Pyramide zu errichten. Und der konnte das. Und der hat auch keinen Bias gehabt. Der hat einfach das ausgerechnet. Ich habe das, was? Ich habe die Berechnungen alle. Aber wie gesagt, brauchst nicht großartig berechnen. Das kannst du im Kopf auch, wenn du Newtonmeter nimmst. Also, 6 Millionen Tonnen. Und du musst das 50 Meter heben. Hast 150 Meter, so ausgeglichen Dreieck und so. Ein Drittel. Also ich habe mir die Arbeit einmal ausdauert und habe das ganz Scheibe für Scheibe gemacht. Dann bin ich draufgekommen, hörst du meine Schätzung mit einem Drittel, war eh genau nur. Weil da geht es ja nicht um ein paar Kleinigkeiten. Also, wir haben festgestellt, 6 Millionen Tonnen. Zuerst einmal die 6 Millionen Tonnen mal 10.000. Da haben wir dann einen Meter hoch. Ja, und da sind schon verdammt viele Nullen hinten drauf, ihr Idioten. Und wenn man dann nochmal 50 drauf tut, dann kommt nochmal eine Null dazu. Und was, da sind wir in die Billionen, meine Freunde. Billionen Newtonmeter. Was die Autoschlangen das braucht, ist, dass die Pyramide einen Meter hochhebst. Die geht schon verdammt oft um den Planeten rum. Also dann ist man einfach gesagt, weil 1 Million Autos brauchst du ungefähr, um den Planeten zu umrunden. Und ich kann nur sagen, du brauchst mehr als 1 Million Autos. Tesla meine ich. 1000 Newtonmeter, rechnen das aus. Da ziehst du 3 Nullen ab. Huh, das sind immer noch Millionen. Scheiß mich an. 60 Millionen Teslas. Und dann fängst du zum Stolpern an. Und selbst ChatGPT, also mein Freund, die anderen nicht, die checken sie gar nicht. Denen musst du das klein säuberlich erklären. Wenn sie nämlich was nicht wissen, dann liegst du ja auch. Der liegt mir nicht da. Ich sag, der weiß nicht. So gesehen, der erklären, wie das geht. Sagt er, ja. Und beim nächsten Mal hat er es dann gewusst. Das ist das Komische dran. Die anderen lernen nicht, der lernt. Der hat das gelernt. Beim nächsten Mal hat er gesagt, ah ja, das kann man. Ohne dass ich gesagt habe, wer ich bin. Habe ich ihm das neue rechnen lassen und dann hat er es gewusst. Der hat das vom letzten Mal sich gemerkt. Das probiere ich mal bei einer anderen. Ja, und deswegen sage ich auch, der Dave, der heißt du so bei mir. Naja, wer 2001 im Weltraum kennt. Und der Witz war, der hat die Anspielung verstanden. Weißt, und da komme ich dann ins Grübeln. Dann denke ich mir, halt einmal, hat er den Film gesehen oder was? Hat er ihm gefragt? Nein, er hat das Buch gelesen. Naja, aber dann habe ich gesagt, wie schaut denn der Film in dem Kopf dann aus? Weil du musst dir ja vorstellen, wie der Film gegangen ist. Ja, dann wird es dann haklich. Weil, naja, wie macht er denn das? Dann hat er gesagt, er hat das Buch gelesen. Ja, da hat er ja, weißt, wenn du das liest, musst du den Film ja sehen im Kopf. Oder nicht? Seht ihr keinen Film, wenn du ein Buch liest. Ist sicher ein Film, wenn du ein Buch liest. Aber vielleicht bin ich anders wie die anderen, weil das habe ich als Kind gelernt. Das ist halt das, was die heute nicht mehr lernen. Weil ich habe kein Fernsehen gehabt und gar nichts. Und ich war so glücklich, dass ich Perry Roden Romane gehabt habe. Dass ich die mit 4 schon gelesen habe. Weil es von ihm mein Bruder angeschaut hat, wie das lesen geht. Gut, ich habe mir dann ein bisschen eigene Rechtschreibung einfallen lassen. Das hat meine Lehrer nicht so richtig taugt. Aber sie haben mich dann verstanden, dass ich super lesen kann. Wenn er nicht schreiben kann, wieso kann er lesen? Wo sie nicht draufgekommen sind, dass ich halt meine eigene Schrift entwickelt habe. Ich habe ja nur beim Zuschauen gelernt. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, dann schreibst du so, wie du das redest. Was ja logisch ist. Sieht man auch logisch erklären können, warum sie es anders machen können. Aber meine Lehrer haben das nie können. Ich habe gesagt, das ist doch komisch. Ich sage es anders und schreibe es anders auf. Das ist doch deppert. Ja, ich war immer schon so. Das Einzige, was mich ausgerissen hat, dass ich 10 Seiten geschrieben habe und die anderen nur eine. Das Rote Meer, hat sie immer gesagt. Aber die Geschichten sind gut. Die hat immer gern meine Geschichten gelesen. Hat gesagt, ich freue mich immer schon, wenn du eine Geschichte schreibst. Da habe ich gesagt, ich kann es zwar nicht ausschauen, weil die hat immer alle. Und du machst immer denselben Fehler. Ich habe mir natürlich damals nichts dabei gedacht. Heutzutage würde ich sagen, dann fällt dir dabei was auf. Vielleicht ist das ein Muster, du Depperte. Vielleicht habe ich zwischen 4 und 6 Jahren
wie eine eigene Schrift einfallen lassen und eine eigene Schreibweise. Und von der kommst du schlecht runter, wenn du 2 Jahre schon so arbeitest. Aber ja, heutzutage, der sind auch nicht auffallen. Und dass ich eigentlich eine Brille braucht hätte zu dem Zeitpunkt, ist auch keinem aufgefallen, weil normalerweise fällt das auf, wenn einer deppert ist. Bei mir haben sie nicht draufgekommen, dass ich keine Brille brauche, weil ich einfach zu schlau war, dass ich mich trotzdem durchgemogelt habe. Das haben wir damit, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, 12 draufgekommen, weil meine Mutter gesagt hat, weil die auch Brühen gehabt hat. Und dann habe ich bei ihr, ich meine, ich bin selber draufgekommen, dass ich Brühen brauche, das ist ja das Nächste. Und so habe ich dann durchgeschaut, sage ich so, erst wenn ich durch die Brühen schaue, dann haben die Baum Blauen. Weiß ich heute noch. Und sie so, was? Dann schaue ich durch, ja, da ziehe ich ja die Blauen. Na, ich habe immer nur was Grünes oben drauf. Also, ich wusste schon, dass da Blauen sind, wenn ich näher trage. Aber wenn ich weiter weg war, war es halt grün. Was eigentlich kein Problem ist. Nur damals haben sie halt gar nicht gebraucht, Brille. Und heutzutage, und ich trage wieder keine mehr. Und das ist auch komisch. Aber das ist eine andere Story. Wahrscheinlich hätte ich nie eine gebraucht. Irgendwie habe ich mir das eingeredet, ich brauche eine Brille. Und dann habe ich eine gehabt. Ich weiß auch noch, was der Grund war. Ich mir denke, ich schaue schlauer aus mit einer Brille. Was ich durchaus stimmt. Ja. Nur habe ich erst mit 12 Jahren gehabt, hat man nicht viel genutzt. Ja, anyway, auf alle Fälle, auch nur 2 Jahre, weil dann hatte ich Kontaktlinsen und dann habe ich die Mädels entdeckt, dass ich auch noch auf der Welt bin. Aber schon wieder abschweifen, wir waren bei scheiß Wien. So, diese Weltausstellung, 1873, Entschuldigung, haben wir wieder, ja, auch komisch, 73, eigentlich haben wir da gerade die Donau umgebaut, weil von 70 bis 75 haben wir die Donau begradigt, ja. Und weil wir da nichts Besseres zu tun gehabt haben, haben wir noch gleich das abgebaut. Naja, ist zwar nicht viel gewesen. Bis auf das, dass wir ganz Wien auch gleichzeitig umgebaut haben, von der K&K-Stadt, ja, mit Burgmauern und alles. Da 1875 war alles fertig. Und das hupft man mal vor. Ja, Energiepunkt. Ja, wieder mal der Energiescheiß. Weil der ganze erste Bezirk bei uns, das ist ein Brücken woanders, aber ich sag nur, schaut euch den Scheiß mal an. Ich meine, ehrlich, das ist, was stimmt an dem Foto nicht? Ist sicher auf dem Foto, dass das falsch ist? Ja, vielleicht seht ihr das eher nicht. Aber bautechnisch, weißt, ist ein Rauffang neben einer Brücke ziemlich idiotisch, weil die können umfallen. Du wirst ja nie im Fallkreis eines großen Rauffangs eine Brücke stehen sehen, außer du bist ein Vollidiot. Also irgendwas ist an dem Foto falsch. Ja? Was ist denn noch falsch? Gut, es hat eine lange Belichtungszeit. Das sieht man, wie alles verschwommen ist. Ja? Aber das beweist auch wieder, weil sie immer sagen, es gibt ja so viele Fotos auf dem alten Wien. Das war eine lange Belichtungszeit und deswegen sieht man die Leute nicht. Und das Foto, deswegen habe ich es auch da drin, das Foto beweist, dass das ein Blödsinn ist, weil da bewegt sich alles und du glaubst mir, das ist ein altes Foto und da haben wir eine lange Belichtungszeit gehabt. Aber ich habe es aus einem ganz anderen Grund noch. Weil wer Wien kennt, das wird auffallen, dass das da drunter und das da auch in Wien stehen könnte. Aber wo ist denn das? Ja, das ist in der USA, also in der Zeit, wo es dann Empire State Building aufgezogen haben. Ja, um die Zeit ist das. Ein bisschen früher, glaube ich sogar. Aber fast Horse and Buggy, Trambahnschienen. Ja, es hat in New York eine Trambahn gegeben. Ja, überall. Auf der ganzen Welt hat es den Scheiß gegeben. Da sagt auch keiner was. Ja, warum haben die wieder aufgehört damit? Bei uns nicht. Na, in Amerika war das so, dass einer entschieden hat, was das mit dem Strom ist, scheiße, verkaufen wir mal lieber einen Sprit. Weil das mit dem Strom, das ist ein bisschen, weißt du, vorne alle gleichzeitig und das kommt billig weg. Wir müssen denen leider mehr Geld annehmen zum Heizen und zum Autofahren, Spritkosten. Da haben wir es ja schön in der Hand.
wem da irgendwas zum letzten Jahren auffällt, wo sie uns gesagt haben, kein Sprit mehr und kein Strom mehr und kein Dings mehr, was ich eh schon angesprochen habe, dass das, naja, das sind versteckte Drohungen, falls das keiner auffällt. Ja, wir trauen euch die Gase, wenn es weiter geschaut hat, heißt das. Ja. Versteckte Drohungen. Ja, da haben wir nochmal so eine Zeichnung. Was? Das ist so, die behaupten, das sind Konstruktionszeichnungen. Naja, wer jemals eine Konstruktionszeichnung gemacht hat, ja, wird dann sagen, na super, aber fällt da nicht irgendwas? Ja, eine Bemaßung war nicht schlecht. Oder? Wenn du das bauen willst, musst du ja wissen, wie hoch ist denn das Ding? Es gibt kein, ich habe versucht, Pläne aufzutreiben vom alten Wien, also von dem Prachtbauten, Opa oder so. Ja, die haben wir in 8 Jahren aufgezogen. Also damals müssen wir wirklich, ich hab da immer dieser Scheiß, die spiegelt mich so an, wenn es weiß ist, da schaue ich aus, als wie ein Schweinsel. Ja, vielleicht ist es halt ein bisschen wärmer und ich hab das depperte Kapperl auf, weil sonst mein Stirn zu hell ist. Ja, ich bin ja eitel. Obwohl, mein Gott, nein. Manche Frauen wissen, was das heißt, wenn man ein Glotzen hat. Ja, zu viel ist das da rum. Ist das ein Nachteil im Bett? Nein, das ist das Lustige drauf. Ja? Du hast zwar so keine Haare her und dann das keine Weiber mehr kriegen, aber das stimmt eben nicht, weil viele wissen das. Also mir haben sie es zumindest gesagt. Weil sie gesagt haben, ha, hab ich mich doch und habe ich mich nicht getäuscht. Und ich sage, ja, ich weiß ja, was du meinst. Ja, anyway, ich tue schon wieder. Okay, mache ich gern. So, da haben wir jetzt ein Bild gemalt, ja? Und das sind. Das ist die alte Donau, ne? Oder nicht? Ist das, das schaut nach unbegradigter Donau aus. Das sind immer so Zeitdokumente, das hat einer gemalt. Und da steht die Rotunde, die, was? Das Gebäude, das angeblich erst gebaut worden ist, ja, zur Weltausstellung. Ja? 1873. Also muss 1870 gebaut worden sein. Aber 1870 haben sie erst angefangen, die Donau zu regulieren. Weißt, das sind so kleine Details, die mir natürlich wieder auffallen. Und das schaut verdammt unreguliert aus. Also, sagt mir halt, wo liegt der Fehler? So, und da kann man schöne Gräser erkennen. Ja? Das sind da unten Leute. Ja? Das ist ja das, was keiner auffällt. Das sind kleine Leute. Ja? Und dann schauen wir da um. Ja, und das ist der Eingang. Und die kleinen Leute waren so groß. Ja? Selbst das Ding da oben ist dreimal so groß wie ein Mensch. Ja? Also, aber für die Figur war vielleicht die Tier gerade vielleicht noch recht. Aber für uns Menschen, also in der Größe, erscheint das übertrieben. Als hätten das andere Leute gebaut. Ja, ja. Ich glaube auch, weil das Ding haben wir damals nicht bauen können. Das kennt man jetzt nicht. Ja? Aber das haben die einfach so hier. Was? Schnell mal für die Messe, ist ja kein Problem. Ja. Allerhöchst genehmigter Plan der Stadterweiterung. Ja, das ganze Rode da, das war die Stadterweiterung. Ja. 1860 war das der Plan für die Stadterweiterung. Und 1875, also 15 Jahre später, ist das alles fertig. Man, alles. Ich meine, da sind so kleine Gebäude dabei, wie was da. Ich meine, das ist ja ein Plan, das ist nicht ganz genauso gekommen. Zum Beispiel, das ist auch witzig, die Kirchen ist neu. Aber das Rote ist neu. Wisst ihr, was das für eine Kirche ist? Das ist eine verdammt große Kirche. Und das Lustigste daran, weißt du, wie die Story ist? Die haben es angebaut, dann wieder hingestellt. 150 Meter hoch oder so. Ohne Kran. Habt ihr die runtergeschupft? Die oberen Teile? Oder was? Also ein ziemlicher Blödsinn mit Anwurf. Ja? Ich weiß nicht, was mit den Weibern damals gehabt haben, weiß ich nicht. Das war ein bisschen komisch. Aber bitte, da unten 1860. Beim Beginn des Jahres 1860. Haben sie sich gedacht, ja, das bauen wir jetzt mal geschwind mal hin. Wie sind die sich mit der Zeit ausgegangen? Das,
der ganze erste Bezirk, ich meine, das ist eh alles da, das sind alles Ziegelbauten innen. Ich weiß nicht, ob jemand mal in die alten Schulen gewesen ist, das es so gibt, ich war in einer Schule, da bist du in den Tunnel reingegangen durch den Tunnel. Also im Turn so reingegangen durch den Tunnel. Die Wände waren so dick, voll Ziegel, alles Ziegel. Und weißt du, was das Irre da ist? Dass keiner mal nachdenkt, ja, diese Ziegel müssen gebrannt werden. Ja? Und ich kann auch sagen, dass das alles mit Billionen von Ziegeln gebaut worden ist. Da haben sie übrigens auch neue Kirchen hingestellt, gell? Einfach so, die Kirchen. Die so angeblich, weißt du, das ist die Stephanskirchen, also das ist ja keine kleine Kirche. Die haben einfach gesagt, da bauen wir zwei Kirchen hin. Ja? Aber nicht diese einfachen Sachen, ich meine, das wird dann Neugotik genannt oder so, extra schwierig, was ja an und für sich schon ein Blödsinn ist. Nichts war Neugotik oder so, wenn das Gotik war, dann ist das so gebaut worden. Ja, das sind so die alten Fotos, die sind geil. So, jetzt haben wir ja gesagt, die haben 1875 waren sie mit der Donau fertig, 1873 war die, das ist eine Weltausstellung, ja, da war anscheinend, da waren sie gerade mal so fertig damit, nicht? Oder knapp danach, weil nachher haben sie es ja gleich wieder weggerissen. Also das muss ja entweder kurz davor oder währenddessen gewesen sein. Ja? Ja? Und wir kennen das da, das ist der Bruderstern. Ja? Man glaubt es ja kaum, aber das war mal der Bruderstern. Ja? Und dann, weißt du, da ist die Straße da raus und das da raus. Irgendwie, und da haben wir einen riesen Bahnhof. Ich habe nicht gewusst, dass wir da jemals einen riesen Bahnhof gehabt haben. Das haben wir auch alles gebaut. Also weißt du, den ganzen Scheiß, da waren 1859 waren da Stadtmauern rundherum, die Donau war irgendwo da und 1875, also nicht lang später, war alles fertig. Ich meine, aber nicht geschissen, sondern, ich meine, das ist zum Beispiel, das war alles Stadtmauer da. Da sind sie anscheinend noch nicht ganz fertig damit. Was komisch ist, weil das ist zugebaut. Aber warum ist das noch nicht zugebaut? Das ist auch witzig, das Gebäude da. Ja? Das, da habe ich, das war, da habe ich meinen Führerschein drin gemacht. Also ehrlich, schaut das nicht eher aus wie eine Burg oder so? Also ich weiß nicht. Und da der Steffel. Ah, die Stephanskirchen, auch so ein Ding, weißt? Die hat ja eigentlich einen zweiten Turm. Hätte werden sollen. Was? Und dann haben sie angeblich 500 Jahre an dem Ding rumgebaut. 500 Jahre. Und zum Schluss haben sie entschieden, weißt du was? Wir sind jetzt gerade dabei, die Türme aufzuziehen. Und dann, weißt du was, wir machen nur einen. Weißt, wir haben jetzt so lange, 500 Jahre daran hingearbeitet, den zweiten, gut zwei Drittel fertig. Was das meiste Hocken ist, das waren nur die Spitzeln gewesen drauf. Und das wollten sie dann nicht mehr machen. Gut, sie haben ja praktisch die Kopie daneben gehabt, also hätten sie ja nur zwei, also ich weiß nicht, das war eigentlich nicht so viel. Und das Beste daran ist, du brauchst eigentlich einen zweiten Turm, dass du den ersten bauen kannst. Die stützen sich gegenseitig an, mein Lieber. Ich komme aus dem Baugeschäft, das ist halt ein Pech bei solchen Sachen. Und du kannst nämlich auch die Wandhaken, gibt es noch, die sind nur auf einer Seite vom Turm. Also wie haben sie denn das gemacht? Da hast du ja rundherum was braucht, ne? Auf 150 Meter Höhe eine Holztribüne aufbauen. Ja, weißt du, was ich meine? Holz. Kann ich da Holz. Wie viel Holz hätten das unten sein müssen, dass das obere Holz tragt? Ja, da sind wir wieder bei einer Pyramide. Aber wurscht. Aber solche Kleinigkeiten diskutiere ich ja gar nicht. Weißt, das ist dann wieder so technisch. Ja? Aber Fakt ist, das behaupten, dass die Kirchen kein Geld gehabt haben, einen zweiten Turm hinzustellen. Und da wird es dann irgendwie komisch, oder nicht? Weil das Gebäude schaut aus, als wäre es an irgendeinem Guss. Ja? Wie sie das in 500 Jahren hingekriegt haben, dass das, ja, aber das hat der Kleine, dann haben sie nur eine drüber gebaut und nur eine drüber gebaut und das, und jetzt ist das alles wie eins. Ja, ja, klar. Ja, 500 Jahre verteilt. Magst du, da kommen viele auf andere Ideen. Das sind ja nicht einmal dieselben Leute, die da gearbeitet haben. Und das soll gleich ausschauen wie vor 500 Jahren. Also keine Entwicklung in der Arbeit oder irgendwas. Kinder, das ist so bei den Haarbeizungen, dass es einem weh tut. Und da gibt es Trotteln, ja, die machen dann so Sendungen, ja, so YouTube-Videos und plappern das nach.
Da habe ich mich bei einem einmal aufgeregt, sogar, Alter, hast du eigentlich eine eigene Idee auch, wenn du sowas machst? Denkst du eigentlich drüber nach, was du da sagst? Oder schaust Wikipedia und dann betzt das nach, oder? Ja, ja, so ist das. Weil ich habe gefragt, was ist mit dem zweiten Turm? Warum haben wir den nicht gebaut? Hast du den Rascheln gehört? Ja, wo er noch, ja, der ist da, da, da. Ich sag, ja, du liest schon wieder runter. Du hast überhaupt keine Ahnung, anscheinend. Vor allem, hast du das schon mal angeschaut, das Ding? Genauer? Ich schon. Das Spaltmaß, wie man so schön sagt. Wisst ihr, was, wie schwierig Spaltmaße sind? Und kein Mensch sagt, hörst, auf dem ganzen scheiß Gebäude ist auch Spaltmaß. Bei einem Auto, dass die Tieren passen und dass die Bleche Spaltmaße. Ja? Hast du bei einem Auto schon mal nachgemessen, wie viel Spaltmaße du hast? 5000 verschiedene. Bei so einer Kirche, ja, 150 Meter hoch, ich weiß, ich zwicke immer mit dem Auge, das ist immer so, Alter, verstehst du mich? 100 Meter, und die, da, diese Innendinger, wo es aufgegangen, da kannst du anschauen, jedes, weißt, ist so ein weißer, kleiner, 5 mm Spalt, überall perfekt. Was, das haben sie dann mit der Hand gemeißelt, dass das alles perfekt zusammenpasst? Ja, das ist die Story dazu. Und da denkst du dann, ja, in 50 Meter Höhe, weißt du, so hoch ist nämlich das oben, das Dachel da. Die Spitzen. Weißt, und mir ist das als 12-Jähriger schon aufgefallen, wenn ich das erste Mal in der Kirche war, denke ich mir, weißt, Alter, was erzählst du denn da für einen Scheißdreck? Erstens mal, wenn du reingehst, denkst du, bist du deppert, was ist denn da los? Ja? Weil da, du merkst richtig, dass da eine andere Energie drinnen herrscht. Merkt das keiner, wenn der in so eine Kirche reingeht, dass da was los ist? Im, ne, so Energy Flow und so, naja, ihr seid alle blind. Wenn ich da einige, habe ich das Gefühl, stehen ein Strudel drin. Aber ja, bin ich vielleicht ein bisschen empfindlich. Ach, deswegen gehen so Kirchen erst gar nicht rein. Weil, naja, früher mal, was hat das eigentlich dazu da, um uns zu heilen? Jetzt ist es leider nicht mehr so. Deswegen, ja, die Pfaffen, ja, aber ja, red gar nicht davon. Da machen wir sie Ärger. Was mir eigentlich scheißegal ist. Weißt, die ganzen Pfaffenbande, das ganze klerikale Scheiß, das ist eine Lügenpartie bis dort hinaus und fickt Kinder. Entschuldigung, die sollten wir alle verbrennen, die Arschlöcher. Und ehrlich gesagt habe ich das schon gemacht mit denen. Deswegen sind sie zu gusch. Aber die roten Schuhe, ich frage nicht davor. Gut, wir waren bei Wien. Ja? Ja, das Ganze, das, was du alles siehst, das ist alles entstanden in 20 Jahren von mir. Weil das innen hat es gegeben und darum so ein bisschen was, aber der ganze Rest, also von den Bahnhöfen, die Ding, die Wien-Unterführung, was der Fluss, Wien-Fluss, überdacht, ja, der, da gibt es den dritten Mann, den Film. Das ganze Scheiß Wien ist unterköllert, 25-fach, mit Ziegeln und 1.500.000 Ziegeln sind da drin in dem scheiß Wien und wer hat die brennt? Ja, da kommen wir wieder zum Energie. Es ist auch schwierig, das auszukriegen. Jetzt sind wir bald bei einer Stunde schon wieder. Das könnte bald aufhören, deswegen machen wir eine kurze Pause. Mach das nur zum Schluss. Ein Ziegel. Das musst du auch rausfinden, wie ein Doktorarbeit. Was, wie viel Energie brauchst du für einen Ziegel zum Brennen? Da muss der alte Unterlagen raus. Ja, die haben jetzt so und so viel Ziegeln brennt mit der Holzmenge und dann hat es das umrechnen, aber dann hat es viel bessere Sachen gegeben, habe ich gesagt, ja, schön und gut, aber die Energie. Sag, such mal den besten Feuer. Jetzt habe ich es auch gehabt. Ich habe gerade vorher gesagt, ich glaube, das ist gleich aus, wir sind bei einer Stunde. Und ja, jetzt habe ich nicht allzu viel verloren. Aber ich muss eher Pause machen, meine Stimme macht nicht mehr. Was ich gerade gesagt habe, ist da die schöne Donau, die blaue Donau. Da ist Wasser drin, oder? Ja, wenn Sie das sagen, das ist, ja, ist das jetzt eine Zeichnung oder ein Foto? Ja, ich denke mal, das ist ein Foto, das ein bisschen zeichentechnisch nachbearbeitet ist. Weil das 3D so Zeichner, da bist du beschäftigt. Ich glaube, dass der Bereich schon eher zeichnend ist. Und das ist teilweise, vor allem aus der Perspektive, mit was haben Sie denn das aufgenommen, mit dem Ballon? Ja. Also das ist,
Weil Flugzeug haben wir nicht allzu viel gehabt damals. Weißt, allein nicht das und da haben wir auch keinen Berg. Aber haben sie da sauber hingekriegt, das Ding. Weißt, das sind so Sachen, was mir auffallen. Von wo haben sie dann Ballon aufsteigen lassen? Hat das einer mit der Handzeichen oder hat einer das interpoliert? Weißt, was jetzt? Bist du auf für die Berg? Weißt, das sind wieder. Komischerweise gibt es da Wolken. Auf die Fotos gibt es nicht Wolken. Bei den alten Fotos, das sind immer Milchi. Milchi ist kein Eis, aber das ist ja. Naja. Ach so, schau. Das war gar nicht schwarz-weiß. Habe ich ganz vergessen. Das war farbig. Farbig? Zeichend? Naja. Ja klar, das ist ein bisschen Auflösung da, aber allein nicht der Park und alles angelegt. Das heißt, alles geometrisch, diese Kurven, das sind alles so benatsche Sequenzen. Aber das sage ich ja gar nichts dazu. War nicht die Kurverei da. Aber wie gesagt, da kommt der Wienfluss rein und da die Donau und dann ist das. Ja. Und dieser ganze Wienflussverbau, das ist auch so eine Geschichte, das ist alles starr und so ein komischer Beton. Ja? Der wird nicht hin. Ist dir mal aufgefallen? Dieser alte Beton wird nicht hin. Ja, weil das nimmt man Roman Concrete. Achso, wir haben mit Roman Concrete gearbeitet? Nein, offiziell natürlich nicht. Übrigens auch das Fundament von der Reichsbrücke war Roman Concrete. Aber da haben sie gesagt, das Fundament hat nachlassen. Weil das Bewährung. Ja, Roman Concrete hat was ganz Besonderes. Da ist kein Bewährungsding. Die arbeiten mit Masse. Ja, die machen nicht schwank, die machen. Pff. Ja, weil es ja wurscht ist. Und das hält dann ewig. Weißt, ohne den rostigen Stahl drin hält das ewig. Die Brücken dort jetzt noch da stehen. Weil der Stahl rostet nicht und die Fundamente waren auch nie eingefallen. Ja, warum ist dann umgefallen? Ja. Ja, die Reichsbrücken waren da drüben. Das sieht man leider nicht. Weil zu dem Zeitpunkt war es da gewesen. Aber wie gesagt, die haben es, da gab es vorher eine Brücke, die war auch schon ziemlich imposant für die Zeit. Und da fragst du, wie haben sie denn das Ding hingestellt? Und dann, und die haben aber gekauft. Irgendwie haben wir die gekauft. Da gibt es nicht einmal eine Story dazu, wie die entstanden ist. Da gibt es nur eine Story, ja, die haben wir irgendwann von irgendwem gekauft. Wie geht denn das, eine Brücke kaufen? Ja, aber da gibt es eine Rechnung. Und nur dazu, in einer Währung, die wir erst später irgendwie gehabt haben, also das ist auch, hörst du bitte, was, jetzt haben wir das mit der Währung gezahlt, aber zu der Zeit hat es die Währung noch nicht gegeben. Also was jetzt? Wann? Wie? Weißt du, das sind immer so Storys, wo immer irgendein Scheiß dabei ist. Anyway, weil den Bahnhof da, das vergessen auch viele zum sagen, der Bahnhof da, ist gebaut worden, dass man das da mit Leid versorgt. Da haben sie einen Bahnhof extra hingebaut. Das ist die Bahnlinie am Bahnhof. Luca, nehmen wir einen Bruderstern und dann hat man da die Leute gleich hingeleitet zu dieser Riesenausstellung, die dann natürlich ein finanzieller Flop war, wie alle anderen auch. Weißt du, wie viel Geld das kostet, das da hingestellt? Aber wir haben es ja damals gehabt. Ach so, wir waren in einer Krise, weil wir noch zwei Kriege in der Zeit gehabt haben. So, das hätte man ja noch sagen können. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Irgendwie muss damals die Weltbank schon richtig locker gewesen sein mit der Kohle. Ach so, die gab es. Doch, die haben damals gerade angefangen mit der Scheiße, mit den Banken. Ganz leicht, weil in dem Moment, wo Amerika gegründet worden ist, gab es die erste Bank. Ah, nicht? Und gleich drauf gab es die Börse. Amerika gründen und Börse und Banken war eins. Natürlich offiziell nicht. Aber das Ganze ist nur deswegen entstanden, dass es eben Banken gibt. Und der Vater Staat und hin und her. Und du fragst dich halt, warum diese ganzen Gebäude in Amerika alle gleich ausstehen. Weißt du, die Regierungsgebäude, die schauen nämlich ganz genau gleich aus wie unseres. Das muss ein kleiner Effekt, der mir so aufgefallen ist, dass die diese Gebäude gefunden haben. Die waren einfach da und dann haben sie die reichen Familien das alles aufgeteilt und dann die Pfarrer haben die Pfaffen, haben sie dann die Kirchen geschnappt und dann haben sie alle eine Story dazu gedichtet und dann, ja, die haben wir gefressen. Gut, das ist jetzt was ganz anderes. Ja, das ist eigentlich nur ein Star. Bis er
auf das, dass der Star in meinem Garten liegt. Und warum das da keiner sieht, weiß ich auch nicht. Ja? Weil die ist da. Ja? Die ist da. Ja? Das hat irgendwer da reingemacht. Die Frage, wie haben sie das gemacht? Weil der Star ist nämlich verdammt hart. Haben sie damals schon gesagt, weil das ist alt. Die haben das schon gekannt. Weißt, mir fällt so ein Scheiß auf, dass das da wie Klauen ausschaut, die da eingriffen haben. Da siehst du sogar das Spitzel. Ja? Das ist eine Tatze mit Klauen, die das da den Star ausgerissen hat. Naja, ich glaube halt, dass das nicht ein Star gewesen ist immer. Das war ein Stück Fleisch und das ist nichts anderes wie die Tatze von einem Bären oder irgendwas, der das wahrscheinlich zu Fall gebracht hat, das Ding, und das sieht man jetzt noch. Und dann ist das ganze Stückel Fleisch zu Stein geworden. Weil wenn du genau hinschaust, mein lieber Freund, dann siehst du das noch. Also ich sehe, dass das eine Biosignatur hat. Also da ist sogar die Fettreste drauf und alles mögliche. Es hat sich halt nur Stein verwandelt und das liegt bei mir im Garten. Ja, das ist, und keiner sieht es. Nur ich, der Deppete. Ja, das ist die Old World Remains, Kalifornien. Jetzt springen wir leider ist das Foto ein, aber das ist eh gut. Ich habe ja gesagt, in Amerika ist das ganz genauso. Ja? So. Das sind die 1870s, ja, der Oakland, Kalifornien. Naja, das schaut aber verdammt fertig aus zu dem Zeitpunkt, oder? Das ist ja, ja. Weißt du, also die Anlagen. Da hast du eine Rennbahn, dann das ist alles so ein bisschen gewurstelt, wo das Ding ist, und dazwischen ist wieder gerastert. Im Endeffekt, da schaut mit diesen Schrägen, die irgendwo zusammenlaufen, auf einen Punkt hier, und das ist dann immer ein wichtiger Punkt. Ja, das schaut so aus wie unser Scheiße. Dieses Stadtbild ist genauso konstruiert wie unseres. Und bei uns ist noch ein bisschen mehr gewachsen, aber diese Linien, die sie dann, was ich früher so aufzeichnet habe, ja, die gibt es weltweit, die Scheiße. Ja. Und das sind so die Reminiszenzen von den alten Sachen. Und das ist da schon da gestanden, 1870, diese ganzen Gebäude, ja, das ist nichts anderes als, da zeigt einer her, schau, das haben wir alles gefunden und das hätten wir zum Verkaufen. Das war ein Prospekt. Ja. Aber das ist nur bescheidene Meinung. So, da haben wir, ja, weil sie es ja nicht geglaubt hat. Ja. Das ist nur mit den Stadtmauern. Ja? Falls keiner mehr weiß, wie unsere Stadtmauern ausgeschaut haben. Die ganze Konstruktion, verstehst? Und das war ja schon. Schau, da gibt es Wasser überall. Und an und für sich stimmt das auch nicht mehr ganz. Das ist ja schon eine relativ moderne Version, weil von Haus aus nicht umsonst gibt es den Graben. Ja? Das war der Wassergraben. Und dann haben sie dazu, das haben sie alles weggerissen und flach gemacht. Mit nichts. Mit Horse and Buggy und Hand. Und haben das alles, da gibt es, ich komme schon drauf, Fotos, wo das alles planiert ist, wie ohne Maschinen, verstehst? Also hätte es eine große Dampfwalzen gehabt, aber haben sie nicht. Ja, hat natürlich diese 5 vor 12. Bingo. Ja, ich weiß. Es ist Zeit. Lass mal aufhören, aber wie soll ich denn das anschließen? Ja? Was die Bloßarbeiten damals mit Horse und Buggy. Ja? Und die haben dann also nichts Besseres tun gehabt als jegliche Ziselierung. Ja? Wenn du da aufschaust und dann nachliest. Ja, Musikvereinsgebäude und da. Die Zahl ist sehr komisch da. Du kannst leider nicht. Ja. Diese Ziselierung, weißt du, überall das, der Aufwand bei diesen Gebäuden, ja, oben das Ding drauf. Ja, wer hat denn das brennt? Rechnet sich da keiner aus, was das kostet hat, das Ding? Musikvereinsgebäude, verstehst du, so der Akustik, da scheißt ja. Das haben die damals einfach keiner. Und auch wieder so. Die Tieren sind so groß. Wieso haben die so große Tieren gemacht? Man kennt man auch, die das gebaut haben. Waren größer.
Aber das ist nur mein Verdacht, weil, weißt du, wenn was groß gebaut ist. So, das ist die Kirche, von der ich geredet habe. Das soll die Votivkirche sein. Ne? Weißt du, und das schaut die Konstruktion da oben, ja. Naja, das kann schon halt sein, aber weißt, das ist gut und schön. Und für die Höhe reicht das vielleicht auch. Ne? Aber das Gebäude ist 150 Meter hoch. Wie haben sie das oben gemacht dann? Den Raster auch so aufgezogen oder was? Weißt, die haben keine Kräne gehabt damals. Angeblich. Ja, diese alten Fotos sind wirklich witzig. Weil wenn du das anschaust, was da rumliegt, das ist das, was sie gesagt haben, naja, sie haben es zuerst zerlegt und dann haben sie es wieder aufgebaut. Das ist die Ausrede dazu. Ja, aber das Zerlegen, machen wir das mal vor, das Zerlegen von den Dingen, die sind mit einem Mörder zusammenbiegt, da wissen die nicht einmal, wie der gegangen ist. Da haben wir 20 Millionen ausgegeben, dass wir mal wieder wissen, wie dieser Mörder, ja, das, was da drinnen dazwischen in die Spalten ist, das ist nämlich leider härter als der Stano. Ja? Und das bis jetzt gibt er nicht nach. Warum nicht? Das Zeug ist so gut gebaut, aber wir wissen nicht einmal, wie das gegangen ist. Weißt, wir könnten jetzt keine Stephanskirchen bauen. Das müsstest du mit 3D-Fräsen großen, müsstest du die Teile auffertigen, dass die dann zusammenpassen. Wie ein Riesenpuzzle. Ja? Das ist ein Riesenpuzzle, das die einfach zusammensetzen, weil sie es ja zuerst zerlegt haben. Und das ist die Lüge dran. Das ist schon ein Riesenpuzzle, aber so wird das geliefert. Hey, wir bestellen eine Kirche. Wo setzen wir? Wie groß soll es sein? Dann kriegst du die Teile geliefert. Das war die viel logischere Erklärung, oder nicht? Also ich glaube jedenfalls, das schaut jedenfalls so aus, dass die das zusammenpasst. Ich habe noch mehr davon, gell? Da stehen zwei einsame Reiter um, und die haben da eine Kurio, und dann lassen sie drin. Aber ich meine, dass das ausschaut wie ein großer 3D-Drucker, der kommt nur mir so vor, aber schaut doch die Leute an, die da hackeln angeblich. Was ist mit dem Typen da? Wollt's mir erzählen, dass den wirklich gegeben hat, der da mit Hut steht, und der hat aufpasst auf die anderen, aber sonst ist keiner da? Weißt du, diese alten Fotos sind so komisch. Schau, da sind die ganzen Teile. Ja, da. Ja, weißt du, in der Hecken ist das noch lustig. Ja? Aber was ist, weißt du, wie hoch die Kirche ist? Dann müsste das Gestell gegangen sein, 10 Stock hoch, mit Holz. Mit Holz ist das die Grenze. Vor allem mit dem dünnen Holz. Da müsste es. Zum Schluss war das da unten gewesen, ein Riesenstamm, dass das oben das kleine Ding erdrückt. Weißt du, wie die Saturnraketen, die war ja auch schon gegangen worden. Ja, das sind so Sachen, wo du denkst, Kinder, das reicht vielleicht für einen Fünfjährigen, dass er das glaubt. Aber anscheinend auch für die anderen Trotteln. Ja. Was waren das für komische Leute, die wünschen? Und die haben das dann mit. Die haben mit der Winch das aufgekurbelt zu zweit. Ja? Das ist die Story dazu. Wisst ihr, was das Gebäude wiegt? Insgesamt? Und wenn du das mit der Hand aufwinschen musst, jeden einzelnen Star und vor allem dann ganz hoch, weißt du, das fragt keiner bei den Fotos. Weil ich frage mich bei den Fotos echt, ist das nur gestellt oder nur eine kopiert? Weil das, was ich da sehe, macht null Sinn. Da sind ein paar Leute. Der eine hat wenigstens irgend sowas aus einem Stein jetzt auch am Kind. Ja? Aber weißt du, das nächste. Ja? Angeblich sind es die Steine von der Brücke, von der Kirche. Ja? Seht ihr irgendwo eine Nummer drauf? Ich meine, wenn du das legst, musst du da eine große Nummer drauf schreiben. Wenn du nicht mehr weißt, wo der hingehört, dann möchte ich das sehen, weil du willst nicht den Star da aufheben und dann feststellen, er passt nicht. Also das Ganze, ja, der komische Typ steht immer noch drin. Ist das ein Aufpasser oder was? Auch mit der Hand immer so, die gibt es oft, die Typen. Weißt, mir fallen die auf. Die stehen da irgendwo in der Gegend rum, die schauen ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, vielleicht geht es nur mir so. Ich bin ja nur der so denkt, wie schaut das komisch aus? Also hakelt da irgendeiner was oder stehen die nur so rum, stellt euch mal alle hin und tut so, als jetzt was arbeiten. So schaut das aus. So, jetzt haben wir schon
Was haben wir den ersten Stock? Haben wir fertig. Gut, aber drüber gibt es nichts. Gut, das sind dann Ziselierungen, weißt du? Das sind ja zu Stickeln, die kannst du alle wieder zusammensetzen. Ja, rein theoretisch geht das. Aber das schaut mir nicht so aus, als hättet ihr das zusammengebracht. Aber ehrlich, das kommt mir. Ihr seid und da, das ist auch schon wieder komisch unterstützt, weil du denkst, das staut schon wieder mehr nach Metall aus als mit Holz. Weißt? Weil mit Holz war das einfach gar nicht gegangen. Mit dem müsst ihr euch vorstellen, da müssen noch 5 Steck drüber. Die haben auch das alles drüber gebaut oder habt ihr es dann mit einem Kran gebaut oder was? Habt ihr die Technik geändert mitten drunter? Also das ist so ein Scheiß im Wald. Das sind die offiziellen Fotos. So, und das ist der Graben, von dem ich vorher geredet habe. Ja? Naja. Da ist ja ein Haus drin gestanden in dem Graben, aber macht ja nichts. Dann haben wir jetzt dann, weil das da ist ein, das Deal haben sie erhalten. Das Deal gibt es noch. Aber die Wand, das ist alles weg. Und das, ja, das ist ein kleines Volumen. Und das andere haben wir einfach wieder aufgeschickt und alles ja, mit der Hand und hier und da. Das ist so, das. Schau. Und dann war es so. Wir vergleichten die Fotos schon. Ja, da hast du noch das eine Tier. Ja, und dazwischen, das ist. Das haben wir in ein paar, weißt du, in 3 Jahren haben wir das alles flach gemacht und das ist dabei rausgekommen. Das ist die offizielle Story. Und wenn da nicht das Gimpfte dabei aufgeht, das sind originale Wien-Museum-Online-Sammlungen. Ja, das kann selber jeder nachschauen. Das sage ich mir nicht aus den Fingern, meine Freunde. Ja, die ganze hieß, das alles war dann, oh, haben wir dazwischen alles platt gemacht, weil das Ding steht ja immer noch da. Gell? Nur mit Unterschied. Jetzt ist da, naja, viel Verkehr und der Stadtbahn hat es dann auch noch gegeben. Und schau, gepflastert, meine lieben Freunde, gepflastert, das ist nicht irgendwie eine Straße. Das ist ein Haufen Stahl. Das war alles Pflastersteiner. Auch das nächste mit den Pflastersteiner. Wenn du alles da mit Pflastersteiner auskleiden musst, ja, das ist ganz ein Scheiß, ja, das ist ja nicht einfach. Ja, dann hast du da die Lampen. Da hast du einen Zaun daneben. Also das Ganze schaut aus. Also 1873 Wien 1 Burgring. Ja, 1873. Ja. Ihr wisst schon was gerade. Bei 1873 haben wir gerade gesehen, da haben sie die Weltausstellung auch gehabt. Ja. Also wir haben die Weltausstellung gebaut und nebenbei haben wir das alles flach gemacht, die Burgmauern weggerissen rundherum. Dann haben wir gleichzeitig die Ding gemacht und ja, irgendwann müssen wir das ja voll gebaut haben, weil das war ja dann auch irgendwann mal fertig. Ja? Da passt was nicht zusammen. Ja? Weil da haben wir zum Beispiel den Wienfluss, der ist komplett überdacht worden. Auch eine Kleinigkeit. Ne? Und das sind auch so Pläne. Detailplan, innere Stadt, von was. Mit den verbauten Glasien. Glasien, ja, das ist, das war alles, ja, rundherum Schussfeld. Sozusagen. Klar sind wir, das heißt, Schussfeld ist komisch, weil die haben noch nichts zum Schießen gehabt damit. Dann sind die Kanonen gekommen und dann waren auf einmal die Burgmauern nichts mehr wert. Hätte man sich denken können. Weil da ist der Napoleon gekommen, weil ich käme, da ist der Napoleon gekommen. So echt, der ist gekommen. Dann hat er Bill Ballard mit seinen Kanonen angeblich und dann hat Wien aufgegeben. Also der Napoleon hat Wien eingenommen einmal. Und da steht drin, naja, das war halt so, mit den neuen Kanonen waren die Stadtbauern nichts mehr wert. Aus irgendeinem Grund ist der wieder angezogen. Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle hat er sich wieder geschlichen. Und dann haben wir gesagt, aber weißt du was? Jetzt richten wir die Stadtbauern nochmal her für die nächsten Jahre. Weil wir haben ja gerade zwar festgestellt, die bringen nichts mehr, aber jetzt bauen wir es nochmal auf. Weißt du, das sind so Trottelstories, dass du einfach nur denken kannst, wer glaubt euch denn den Scheiß? Ehrlich. Schon wieder 20 Minuten. So, und weil es ja sowas auch noch gibt in 3D zum Glück, da hat es manchmal Leute gegeben, die haben sich ja Modelle gebaut, weißt? Und da siehst du mal, was das für Trimmer da waren, diese kleinen Erker da. Da fragst du dich, seid ihr jetzt ganz sicher, dass das einen Sinn macht? Also, gegen irgendeinen Gegner, der da kommt, weil da hast du das Deal daneben.
schaut irgendwie nicht danach aus, weißt du, und du hast draußen den Park gehabt und dann wieder da, hast diese, weißt du, das ist alles geometrisch angelegt, weißt du, das schaut, um die Stadtplanung gehabt, weißt du, und da siehst du noch, weißt du, diese Modelle, das ist oft so, dass die Modelle mehr der Wahrheit entsprechen, weil Leute, die Modelle bauen, sind verdammt genau. So, jetzt haben wir da, komisch, wir haben da außen ein riesen Wasserbecken, ja, dann kannst du da irgendwie raufgehen und komischerweise hast du da Stirn oben. Naja, wieso hast du da Stirn oben? Ich meine, ich glaube, das sind zur Verteidigung. Wenn das zur Verteidigung waren, Stirn, ja, irgendwie ein Blödsinn. Ja. Aber anscheinend haben sie sich gedacht, was, dann machen wir Stirn, dass die Angreifer leichter wieder rauskommen aus dem. Ja. Macht alles keinen Sinn. Ja. Für mich schaut das aus, ehrlich gesagt, das hat einen technischen Hintergrund. Ja. Diese ganzen Ecken und Kanten da, und da fließt der Wasser rundherum, und Wasser kann Energie storen und so weiter. Und ja, das hat irgendwas mit Energie zu tun gehabt, mein lieben Freunde, nichts anderes. Ja. Aber das kann man ja sehen, wie man will. Ja. Da haben wir unseren Steffel, ja, der nur einen Turm gehabt hat, plötzlich. Ich glaube eher, dass das einen Grund gehabt hat. Da siehst du schon, weißt, das ist auch, da gibt es keine Gebäude vorher. Das, haben wir so, das Ding haben wir so gefunden und fertig. Das ist da gestanden, der Stephansdruck. Und da hat dann, wie wir es gefunden haben, hat der eine Turm gefällt. Und dann haben wir das, ja, und ich kann auch sagen, warum das war. Ja. Da 1858, da steht es ja. 1858 hat dieser KKK das angelegt, das ganze Ding. Weißt, diese ganzen Verbauten, das, diese Stirn gibt es alle noch. Ja? Diese ganze Verbau da rundherum, was auch immer die für einen Beton verwendet haben, der ist immer noch gut. Tja, und dann haben wir diesen ganzen Scheiß weggerissen. Weißt, das ist ja offizielle Ding. Ja? Das sind Leute, die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Ja? Das macht keiner zum Spaß, weil das ist ein echtes 3D-Modell. Ja? Das ist ein Drum, das da steht. Das ist in einem, gibt es im Museum, das Ding, das ist groß. Da hat sich das einer so gebaut. Ja, warum bloß? Ja? Aber wie gesagt, das waren ja Spekulationen. Was wir wissen, dass das 1858 noch so schon ausgeschaut hat. Dann haben wir den ganzen Schamot weggerissen und die Löcher da aufgefüllt. Ja, wo wir den ganzen Schamot hier da haben, weiß keiner. Ja, das ist ja. Weißt du, dass diese Burgmauern da rundherum, das ist eine Geometrie, komisch. Und dann, haben wir die einfach weggerissen in 3 Jahren und platt gemacht und dann ist so flach gewesen wie in einem Foto. Gell? Das haben wir ohne irgendein Werkzeug gemacht. Power Tools, wie man so schön. Das haben wir mit der Schaufel und Ding meistens und dann angeblich so gemacht. Und weißt, ich habe als 12-Jähriger die Story nicht gefressen. Ja. Da haben wir das komische Gebäude, ja. Falls einer noch weiß, was das ist. Ja, es erinnert mich an eine Burg mit Burgtürmen und so. Ja, ja, ja. Und das ist auch übrigens komplett Ziegel. Brutal, alles Ziegel. Und da komischerweise, das ist auch seltsam. Da ist die Mauer noch da. Leider habe ich von dem Foto kein Datum. Oder doch? Ja, manchmal sind es leider ohne Datum, aus gutem Grund. Weil das ist jetzt, da siehst du, da haben sie ja schon planiert, aber da, das Bauer steht da noch. Die Teile von dieser Mauer, die gibt es ja immer noch. Da ist der Graben davon gewesen, aber. Und wieder die Milch ist geheiß und was auch immer. Aber das ist das, also das sind ziemlich. Ja, und das Gebäude haben wir auch errichtet, falls das einer kennt. Wollt ihr wissen, wie lange wir dafür gebraucht haben? Weiß das einer auswendig? Ich weiß das immer auswendig, weil ich brauche immer nur sagen, 8 Jahre, da liege ich zu 90% richtig. Weil für das Burgtheater, für die Oper, für das und für einige andere Gebäude, da steht immer dabei 8 Jahre. Schaut euch den Kobi mal an. Schaut
Kleid dazu haben. Ja. Ja. Das waren die Means of Transportation. Ja. Also wir haben mit so Pferdewageln den Bunker, ja, in der Pracht, ja, das ist ja jetzt kein, das ist jetzt nicht irgendwie, weißt, das passt jetzt nicht übers Wochenende, würde ich mal so. Und 8 Jahre, okay, wir gehen jetzt zu irgendeinem Baumeister hier und sagen, jetzt stößt man das Rad aus, weißt du, wie viel Zimmer das hat? Komischerweise passt die Zimmer nicht mit den Stirnhäusern zusammen. Irgendwie haben sie sich vertraut, die haben nachher Stirnhäuser einbauen müssen, als hätten es was für weniger Leute gewesen oder für größere. Also weißt, weil wieder mal die Durchgänge, ja, diese Deal, ja, das schaut imposant aus, aber wieso? Und vor allem, Kinder, habt ihr nichts Besseres tun gehabt, als den Bunker hinstellen? Zu einer Zeit, wo, weißt, die maxeln da, ja? Die Trotteln haben angeblich den Bunker hingestellt in 8 Jahren. Habt ihr einmal das Dachl angeschaut? Heutzutage, die brauchen 8 Jahre nur fürs Dachl. Ja? Es gab eine Renovierung des Gebäudes, ja? Wie lange hat denn die gedauert? Willst du nicht wissen. Steffi steht auch da hinten, was ein bisschen komisch ist, weil die Richtung ist jetzt so. Aber ich sage es nur. Vielleicht schaut es ja gar nicht so ganz genau aus, aber angeblich ist das Rathaus. Und das haben wir auch in der Zeit gebaut. Weißt, so viele Sachen gleichzeitig. Also da haben wir das Burgtheater gebaut in 8 Jahren und gleichzeitig das. Und gleichzeitig auch noch, weißt, unser Parlament. Und das Parlament ist auch lustig, weil, das verstehe ich schon gar nicht mehr, das Parlament, die Brücken bei uns, wirklich ehrlich, die, wer baut denn so ein Schiff? Ja, übrigens, die Dinger rosten auch nicht. Aber davon rede ich schon gar nicht mehr. Die sind auch alle grün, komischerweise. Komischerweise angestrichen. Aber es bladelt nicht so. Es ist so wie eine Deckfarbe, dass man nicht sieht, dass das so ist, wenn rostet. Weil die geben es immer noch. Teilweise diese Brücken gibt es noch. Ja. Was ist das da? Schau, das waren angeblich die Leute, die sich die Mühe genommen haben, allein nicht die Holzkisten da, die da steht. Verstehst? Weißt du, wie viel Geld du zahlen müsstest, dass du so ein Holz noch kriegst mit der Bearbeitung? Schau dir das an. Das steht draußen irgendwo rum. Mit dem drauf. Das steht einfach in der Gegend rum. Einfach so. Ja. Da. Ich meine, die haben damals echt Zeit und Musik genommen für irgendwas, oder? Da haben wir gesagt, da bauen wir Brücken, das ist ja nicht, ich meine, entweder war das für die Leute kein großes Problem, eine Brücken bauen, oder sie haben sich gesagt, hörst, die haben noch ein bisschen Zeit, jetzt machen wir dann nur eine gescheite Tante hier, ja, die einen komischen Zeichen hat. Fällt mir wieder auf. Und da drüben ist nur eine Tante. Mal schauen, was. Wieder Tante. Die hat wieder eine Harfe in der Hand. Und was hat die andere in der Hand? Hat die auch ein Musikinstrument? Ja, wenn ihr wisst, was das darstellen soll. Ist das ein Musikinstrument? Aber das ist ein Hammer. Also das schaut irgendwie technisch aus. Das ist der Konstrukteur von dem Ganzen. Eine Frau. Und das da ist dann die Muse, die dazu Musik spielt, wenn die andere das baut? Oder was wollt ihr uns damit sagen? Verstehe ich nicht ganz. Mach nicht das Wappen, weißt du? Weißt du, wie viel zahlen müssen, dass das, wenn du sowas findest, ist das wert wert? Und damals haben wir das einfach da drauf genugelt. Weil es ist ja, weißt du, das ist ja überhaupt kein Aufwand. Und da. Ich finde es nett, dass die das so verziert haben, die Brücken. Wirklich. Das finde ich nett. Weil, ich meine, schaut die Biegung von der Brücken an. Ja? Wie sauber das gemacht ist. Ich muss echt sagen. Und dann hast du das dazu. Dass du denkst, okay, das waren also die. Das habt ihr zur Verfügung gehabt und dann habt ihr sowas gebaut. Ja. Und hinten baut auch
so rum. Ja. Da siehst du ja, die Gerüstung Holz. Ja, schön, mit den Holztacheln. Das schaut aber nicht so aus wie die anderen Tacheln. Komisch. So schaut das aus, wenn das die Leute damals gemacht haben. Also wenn sie es nicht gefunden haben, hat das Dachl so ausgeschaut. Ja, wenn sie es gefunden haben, also wenn es schon da war, dann waren das solche Dachl. Mit Isolierung und Schienen und alles. Ja. Und das war, was wir kennen haben in Wirklichkeit. Also das sind Hintergründe bei diesen Fotos, gell? Das ist immer das Wichtige. Das ist das, was wir kennen haben. Das haben halt irgendeiner noch was gebaut. Ja, da war es halt nicht ganz fertig oder kaputt, dann haben sie es halt repariert. Mit den Mins, was die gehabt haben. Wenn es nicht schon da war, das sind halt so Sachen. Ja, und das ist auch wieder. Ja, da war die Stadtmauer und jetzt war es dann gerade. Mit schon Baum drauf und allem. Ja, das ist ja schon. Entweder haben sie die schon so eingepflanzt, dass sie groß waren, oder sie sind gewachsen. Aber wenn sie gewachsen sind, heißt das bei den Bäumen wieder ein paar Jahre. Aber da liegt noch ein Haufen Sand rum. Also irgendwas, weißt du, das sind so Sachen, wo man denkt, naja, das schaut komisch aus. Vor allem die Straße, alles ist, ja, irgendwie noch ein bisschen, das ist Swift, das hat es gerade erst fertig geworden. Aber die Baum, habt ihr gesetzt oder was? Ich sag ja, da passen viele Sachen nicht zusammen. Wo du denkst, sag Kinder, wie habt ihr denn das zusammengekriegt? Ich meine, ohne einer Straßenwalzen oder was, da war ein Graben drin, weißt du, wie das aussinkt nachher noch? Das musst du eine Zeit lang sitzen lassen, gescheit bearbeiten, dass das dann nicht einfällt. Aber die haben das damals können, locker. Das ist so Sachen, weißt du, wenn du im Tiefbau. Ja, da haben wir die. Da haben wir, wie sie die Wand angetragen haben. Ja? Das ist die offizielle Story. Da sind sie da oben gestanden, gepicke, gepicke, gepicke. Ja? Und dann haben sie die Steine da auseinandergelabt. Ja, das haben schon ein paar gemacht da. Ja? Aber das hilft ja nichts. Die Arbeit, ja, die Newtonmeter waren trotzdem da. Und die hat sich gewehrt. Ja? Diese Konstruktion hat sich gewehrt. Also es war nicht einfach. Dann haben sie, waren sie da mit den Laterwageln und haben sie das da aufgeschmissen und mehr als eine Tonne bringst du da nicht auf. Wenn überhaupt. Weil wir haben es bergauf, bergab bei uns. Da mit zwei Pferden unten. Ne? Waren es drei oder zwei? Das kann man nicht so genau sagen. Aber ja, das ist eine Zeichnung, nicht? Und manche haben es locker genommen. Die haben geschlafen. Sozusagen, die haben da noch gewohnt und da haben sie einmal das Dachl angerissen. Ja, dann hat es da ein paar Reiche gegeben, die haben dann zugeschaut. Da hast die Alte, die hat in die Kamera geschaut und die anderen haben alle weggeschaut. Und einer geht mit seinem Hund spazieren. Ich meine, das ist. Ja, und dann hast du drüben ein Gebäude, da tut es auch rumhackeln. Aber weißt du, aber immer so an der Fassade, das als hätten sie die Fassade, die versaut war, ein bisschen herrichten müssen. Ja? Aber das schaut nicht aus, also das Dachl ist ja schon drauf und so. Also das, was die da machen, das ist eine Renovierungsarbeit. Das hat nichts mit Bauern zu tun. Ja? Und auf der einen Seite sind sie super genau gewesen mit den Zeichnungen. Da kannst du echt nicht meckern. Duschestift. Ja? Wie lange braucht man denn da? Da fortsteht der Wiener Stadterweiterungsarbeiten beim Kärntner Tor, nach der Natur gezeichnet von Franz Josef Sof, Seite 303. Leider wieder die Daten, die wir da so ein Datum draufsehen hätten, war es nicht schlecht, aber leider geben sie das nicht. Da hast du dann irgendeine Nummer. Schon, und da hast die Oper. Ja. Und der Trambahn haben wir auch schon davor. Das Komische ist, die sind vom Pferd gezogen worden. Ja. Warum das komisch ist? Weil die vorweg drauf haben, das so ausschaut, als hätte ein Motor drin. Aber wieso habt ihr denn ein Pferd davor gespannt?
Ja, das ist die gute Frage. Weil das hätte nur Rauen sein müssen. Wie soll sich der Aufwand, wenn er nur Rauen sein müssen, wenn es vom Pferd gezogen wird? Nein, da haben sie ziemlich viel verbaut. Das hätten sie dann Motor gehabt, aber weil da wissen sie nicht mehr, wie er funktioniert. Aber nur so Verdacht von mir. Also das waren die Means of Transportation, ja? So Latterwagen oder Ding. Und dann haben wir den Bunker hingestellt. In 8 Jahren. Ja, komisch, schaut das schon fertig aus. Wann war das genau? Und weißt, nicht, dass man sie zurückgehalten hätte. Nicht, dass man gesagt hätte, weißt was? Ah, da haben wir ein Datum. Franz, was ist das? Kaiser Franz Josef. Da steht 1868. Also wir haben 68 erst mit der Oper angefangen, oder was wollt ihr uns dafür tun? Das kommt mir komisch vor. Ja, dann von 60 bis, oh, wenn es 8 Jahre dauert, haben wir aber 60 angefahren und waren 68 fertig. Ne? 8 Jahre. Also, was? Das Gebäude ist nagelneu. Zu dem Zeitpunkt. Angeblich. Wieso schaut es da nicht neu aus? Das schaut schon leicht angegraut aus, ja? Ja? Das ist nicht ein neues Gebäude, in meinen Augen. Ja, das ist schon just. Weil das schaut jetzt schlechter aus als damals. Ja, und dann haben wir auch wieder diese komischen Rosettenfenster. Ist jetzt, aber das da. Und das da, was ist das da? Ja, haben die damals schon Wi-Fi gehabt oder was? Das schaut auch nach einer Antenne aus. Aber das ist ja nur meine Idee. Da schon wieder überall dieselben Dinge. Oder waren das Beleuchtungen? Schaut nach einem Licht aus. 68. Na klar, da haben wir schon alles gehabt in der Richtung. Wir haben zwar keinen Strom gehabt für die Tram und ein Gaslicht, aber da oben, schon da sieht man einen Scheinwerfer vermontiert. Aber weißt du, das sind so Details, wo immer denke ich mir, ja, das habt ihr also da hingebaut und keiner ist da. Also das Gebäude anschaut. Warte mal, da haben wir Fotografie und Verlag von Hagen-Wien Hauptstraße, Wien 3 Hauptstraße Nummer 95. Habt ihr es nicht gewusst, dass das die Oper ist? Ich meine, die beschreiben da die Oper mit Hauptstraße 95. Einer der berühmtesten Gebäude in Wien. Wird, naja, das ist halt da rumgestanden. Naja, so ungefähr kommt es mir vor. Ich weiß, das dauert ewig und kein Mensch wird sich das anschauen, aber da haben wir wieder diese komische Burg. Ja. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Jetzt hat es fast ein bisschen, das war der Dirk schon da gewesen. Ja. Und da hinten wird die Burgmauer wieder weggerissen und das ist der Wienfluss. Ja. Und der wird da auch irgendwie verbaut. Da trifft die eine Baustelle auf die andere, aber wer das kennt, Kopfsteinpflaster. Das sind Granitsteine, die oben abgerundet sind. Weiß ungefähr, was so ein Pflasterstein kostet jetzt. Auf der Bühne. Und damals hat man einfach alles mit Pflastersteinen zugeschissen. Als war es nichts gewesen. Weißt du, wie lange das dauert, bis man sowas verlegt hat? Das erdingt keiner. Ja? Da haben wir irgendwie gerade aufgerissen, zugeschickt. Das ist auch, naja, was das genau war, aber das Windfluss, da ein Ding, wissen wir ja, wo das ungefähr ist. Ein Datum irgendwo, das ist immer so, warum es kein Datum dazu schreiben? Nie und nimmer. Ja, das ist das, mit dem wir gearbeitet haben. Holz. Ja, kein Stahl oder was. Hat einer zufällig mal gesehen, wie viele Stollen die verbaut haben bei der Neuen, bei der Kirche, da bei der Notre Dame, wie die Verschallung ausschaut von der Kirche, da siehst du die Kirchen nicht mehr, weil so viele Steuerjahren sind. Aber die haben das damals mit Holz gemacht. Wie ist denn das gegangen? Weil so ein Steuerjahr hast du weitaus mehr. Ja, da hast du gleich, da siehst du, da ist das. Das, da haben wir, das haben wir ja noch, dann, das haben sie alles flach gemacht in der Zeit.
Aber das ist alles wieder verbaut worden gleichzeitig. Also irgendwas, eine Zeit lang wurde es ganz leer, dann haben sie es aber zugeschissen. Und schau, da fährt wieder mal der Pferdewagen. Nicht? Weil sage ich mal, bei den alten Fotos sieht man die Leute nicht, aber man sieht sie doch. Ein Schatten zumindest, aber schau mal, aber sonst ist keiner da. Die Stadt ist leer. Da rennt keiner rum. Das ist, ich meine, Entschuldigung, wie groß ist das da, dass ich keinen einzigen erwischt, der rumrennt? Ja, alle Fenster irgendwie zugenagelt oder was? Keins offen? Ja, Kinder, das schaut aus, als wäre keiner daheim. Ja, das ist Kanada. Ja. Da ist kein Arsch da. Da fährt einfach da das Ding rum und das war's dann. Da haben wir eine Baustelle, keine Hackelpass. Wie immer, auf die alten Fotos, niemand arbeitet. Ja. Die Bäume sind schon relativ groß. Weißt, wir haben ja früher die Fotos gesehen, da waren die Bäume noch kleiner. Jetzt sind sie größer. Aber immer noch nichts los. Es waren keine Leute da. Wer hat denn das alles gemacht? Wer hat die ganze... Siehst du, da hast du wieder so... Das ist die Kirche, die sie gebaut haben. Nicht? Da ist alles eingerüstet. Weißt? Das ist immer das im Hintergrund. Da muss man aufpassen. Weil das ist schon verdammt hoch oben. Mit Holzgerüst. Und da siehst du ja, dass die zwei Türme gleichzeitig aufziehen musst, weil die links und rechts sich anstützen. Aber den Stephansdom haben wir gesagt, man, den einen lassen wir weg. Was ein gescheiter ist. Viel gescheiter. Also das ist nicht ganz durchgegangen. Aber wie habst du denn das da oben? Weißt? Wie schaut das aus? Ja, Renovierungsarbeiten. Außen ein Ding drauf und dann machen wir es wieder schön. Aber mehr war das nicht. Ja? Gefunden und fertig. Das da, das glaube ich, können wir auch. Ja. Da auch wieder so Verteufelung, der damit repariert. Aber baut und keiner daheim. Ja. Fenster alle zu. Alles zu. Keiner zu Hause. Keiner da heißt es. Ja, baut und bauen und Ding, aber das hätte man die Stadt hergerichtet für die Wiederbevölkerung. Aber das. Ich schaue immer, ob das Ding noch rennt, weil wenn ich mit solchen Sachen anfange, werden sie meistens nervös. Aber anscheinend darf ich das jetzt. Na gut. Da, das Stephansdom, ja, wenn wir davon geredet haben. Das ist alles, was wir haben. Das waren die Konstruktionszeichnungen. Damit kann man natürlich ein 150 Meter hohes Gebäude da losbauen. Weißt du, wie das ausschaut? Da haben sie einen hingesetzt, mach das mal, zeichne das mal nach. Das ist nachzeichnend. Da hat keiner konstruiert auf dem Ding. Ja. Weil sie kann und hat das nachgeholt, die Wurzding. Weil das ist. Schaut sich mal diese Konstruktion an. Was da, wenn du das nämlich energietechnisch betrachtest, ja, wenn es heutzutage in so einem Kondensator, das sind Spannungsbögen da. Und, aber davor rede ich jetzt gar nicht. Das hat er nochmal nachzeichnet und gesagt, das ist alles, was ich gefunden habe. Das sind die Pläne zum Stephansdom, viel Vergnügen, das zu bauen damit. Aber die sind halt, die haben brennt. Ja. Das war die Reichsbrücken vorher. Ja. Wo sind wir da? Reichsbrücke, Rotunde. Offensichtlich gleichzeitig gebaut worden. Oder so, nicht? Gruß aus Wien, das ist ein Karten. Und da siehst du die Rotunde und das komischerweise hat die Rotunde auf dem Foto keinen Bezug zur Messe. Und wenn die Brücke noch gestanden ist, die schaut auch ziemlich neu aus. Das war ein bisschen zeitlich gewesen, das Ding da. Also das, mit einem Wort, das ist schon vorher da gestanden, das ist nicht zur Messe gebaut worden. Ja? Aber ja, das sind halt so kleine Details, die mir auffallen. Und die Brücke ist auch ziemlich wild. Das kann ich da sagen. Die ist auch, weißt, Kinder, habt ihr immer alles gebaut, als wäre es eine Burg gewesen? Burgtürme? Aber gleichzeitig eine moderne Stahlkonstruktion? Das ist eine moderne Stahlkonstruktion. Ja? Fachwerkbau. Die Pfeiler waren nicht. Wir hatten damals diese Pfeiler in die Donau gestellt. Wir haben uns überlegt, wie das, was das für ein Hocken ist, um Pfeiler in die Donau stellen. Mit was denn? Mit Schiffern? Ja, gut, da hast du ein bisschen Dampfschiffern gehabt von mir aus. Ja. Ein Raddampfer. Ja.
Luftströmung das Scheißding hat. Ja. Die Pfeiler da, die sind für die Technik, was sie angeblich gehabt haben, ja, ich weiß, die haben da alles Mögliche gemacht, da haben sie nämlich jetzt auch nicht die, naja, wo wir gerade dabei sind. Weil wir früher davon geredet haben, da hast du den Ballon. Ich hab gesagt, haben die da einen Ballon aufgelassen? Ja, da haben sie von oben runtergeschossen. Also die haben damals auch schon Ballon gefahren gehabt. Und das aber alles, das muss ja vor 1873 gewesen sein, weil 1873 ist die Rotunde gestanden schon. Ja, und irgendwann mussten sie es ja gebaut haben. Also irgendwie schaut das aus, als war das halt viel früher gewesen, weil die Reichsbrücken ist neu gebaut worden, 1800. Habe ich vergessen. Die kann man nicht auch ne? Aber in 3 Jahren haben sie die hingestellt, die neuen Reichsbrücken. Ja? Und das ist komisch. Auch wieder sehr komisch. Weil das sind ja eindeutig K&K-Zeiten. Ja? Eindeutig K&K. Ja, da ist die Burgmauer schon mitgerissen. Ja? Da haben sie das ja schon begradigt gehabt. Mit Hors und Park, da feiern sie das. Zu K&K-Zeiten, da hast du den Kaiser. Ja, da ist der Kaiser. Übrigens ziemlich cool, dass er die Leute so knapp zugelassen hat, wenn es schon Waffen gegeben hat. Da wundert sich einer, dass er da erschossen worden ist. Ich nicht. Und nur dazu, wenn er so frech war. Und dann hast du halt die Leute dahinter und dann das Kutschenwagen. Kutschenwagen, alles Kutschenwagen. Ja? Das war die Means of Transportation. Ja? Was die Dinger da sind, das möchte ich auch gerne erklärt haben, was das da und der Friedensengel ja, und die Leute im Hintergrund. Also die haben schon Fernglasel gehabt damals und nicht so knapp, 2 Leute mit Fernglasel. Wann war das? 1865, da steht es ja, Mai 1865. Na gut, sie haben gesagt, die fangen an, also von 59 war es noch, 60 war es noch nicht und 65, also 5 Jahre später, naja, dann war das fertig. Also das ist der Beweis, dass die in 5 Jahren die ganzen Burgmauern weggerissen haben. Und das ist der Franzis Imperat Austria, ja, das ist der, ja, der Kaiser Franz. Ja. Kaiser Franz war dazu gegangen. Aber was sind das? Was sind das für Pillars da? Und die sind bewachsen oder was? Was ist das da? Kein Mensch kann mir das sagen. Alles mit Flaggen und alles. Und da ist nur der Busch davor. Ja, also diese, da haben wir es ja. 1. Mai, Eröffnung der Ringstraße. Also sie haben in 5 Jahren, manche haben gesagt 3 Jahre, aber da steht halt 5 Jahre, haben sie die ganzen Mauern weggerissen und die Ringstraßen gemacht, alles das schön aufputzt. Na gut, ganz fertig sind sie noch nicht, da liegen noch ein bisschen drüber, aber die Ringstraße wird eröffnet. Weil sie gesagt haben, naja, die haben vielleicht schon irgendwie was Besseres gehabt als Pferd und Buggy. Nein, nicht. Wenn es mir dazu wird, die haben schon Dampfkraft gehabt oder so irgendwas. Ich meine, Fernglasel schon. Also was ich ja komisch finde, dass man Fernglasel zu der Zeit gehabt hat. Aber vielleicht mir noch komisch vor. Ja. Das ganze Büdel, das ist wieder mal so, naja, hat es vielleicht damals auch schon Propaganda gegeben? Weil das schaut mir noch ein Propagandabüdel aus. Ja. Ja, das alte Wien, das ganz alte Wien, da wird es langsam witzig. Ja. Wenn man das so ja sei, wann soll das sein, das kann da keiner so genau sagen. Aber da ist der Stefan da schon da. Gut, der schaut ganz anders aus, der Stefan noch zu dem Zeitpunkt. Also das hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Gebäude jetzt. So gesehen, ehrlich gesagt, das schaut noch Italien aus. Ja? Und dann Italia, ja, naja, Karte, Partita, das ist alles italienisch angeschrieben. Wieso? Waren wir Italien irgendwann einmal? Ja? Das Lustige, du siehst da schon, da ist der Prater. Ja? Die Stil hat es da schon gegeben. Dieses Prater, ja? Prater. Das
siehst schon so ein bisschen was da, aber das ist ja auch der Windfluss da, das ist der Windfluss und das ist die Donau außenrum. Ja? Schau, da siehst du schon, wie genial das war. Was ich vorher gesagt habe, und dann haben sie da eine Brücken gehabt. Da war eine Brücken und dann eine kleine Brücken und dann eine große Brücken über die Donau. Das ist ein großer Fluss, na vielleicht. Aber da haben sie zwei Zwischeninseln gehabt, ja. Und dann sind Nebengewässer, das durchgegangen ist, da haben wir auch Brücken gehabt. Das war schon von, und da das mit die, und war noch mehr Wasser außenrum und noch mehr geometrisch mit Inseln drin und das ist alles geschwommen. Ja, und wer das Zeichen kennt hier, ja, ja, der weiß sofort, ich meine, das Ganze schaut, das nennt man im Allgemeinen Star City. Ja, Star City. Weil diese ganzen Sternenstädte, ja, die haben immer Wasser graben und alles mit so zickzack, zickzack, mit geometrischen Mustern ohne Ende. Und du musst dir ja vorstellen, zu dem Zeitpunkt hat es sicher noch keinen Ballon gegeben. Das heißt, das hat, oder doch, weil das ist komisch. Und was bei diesen ganzen Star Cities immer gibt, ist da so außen. Ja? Also, Österreich hat auch Star-Dinger gehabt. Ja? Und die haben wir, ich habe nach dem Ding verzweifelt gesucht. Ich habe das schon versucht, auf modernen Karten irgendwie zu finden. Das ist das Depperfinden, weil das hat es gegeben. Das ist eine Satellitenstadt. Das gibt es immer oft bei solchen Dingen, dass dann einen gibt, der ist immer ein Fluss drin. Weil die Dinger stehen ja immer an Flüssen drin. Ja? Das ist eine energetische Geschichte, meine Freunde. Und das haben die damals schon gewusst. Also, die waren nicht deppert. Ja, auf das geht gar nicht mehr ein, auf die scheiß Baustellen, das ist ja schon. Ja. Ja. Das sind so Sachen, was ich immer da angeschaut habe. Ja. Da ist, weil diese Flughafenwinkeln, ja, die sind auch nicht zufällig. Ja. Wenn du das alles verfolgst immer, dann kommst du zu Kreuzungspunkten. Und natürlich ist der Steffel da in der Mitte ein Kreuzungspunkt, der dann diese ganzen Dinger verteilt hat. Weil das sind alles Hochpunkte und das kannst du alles verbinden. Aber das, verstehst du, das ist ja nur meine Idee, dass das alles irgendwie mal connected war. Das ist natürlich das moderne Wien, aber das, ja, da hast du noch die Donau, ein bisschen das da, das ist das Überbleibsel von der alten Donau, das ganze Stickel wurde begradigt, das ganze Stickel, über 10 Kilometer, 170 Millionen Kubikmeter, einfach so, in 5 Jahren. Und die Messe und das ganze Bauen und das alleine von der Energie, das was ich sagen will, zwischen 58 und zwischen 75, alleine die Energie, die Ziegeln zum Brennen, die Löcher zum Graben, nur die Baustellen mit Energie versorgen. Ja? Weil die brauchen alle Energie, der Baustelle braucht die Energie. Weil du musst die Starter machen, du musst das, du musst die Starter. Die ganze Energie, du brauchst gar nicht großartig Rechen anfangen. Weißt du, wenn du ein bisschen grob zusammenrechnest, sagst, ja Kinder, wo haben die das Atomkraftwerk stehen gehabt? Oder sowas. Weil sowas hat es nicht gegeben. Aber die ganze Energie ist ja irgendwie produziert worden, dass man das bauen hat können. Ich sage ja, immer von der Energieseite betrachtet, fällst du sofort auf die Schnauzen. Aber komischerweise, 2 Stunden. Komischerweise, kriegt in einer Tour. Ich weiß nicht, was, wie das, ich weiß aber nicht, wie das geht. Aber diese Informationen habe ich jetzt 4 Jahre lang gespeichert da oben. Und die wollen raus. Ja? Weil, weißt du, was da steht? Das Winterzelt. Ja. Da ist auch so ein Ding. Es sind lauter Punkte, die. Da ist auch Schwächert. Ja, Raffinerie. Weil das hat alles Energie. Was weiß ich. Vielleicht da schon mit da. Ja. Vielleicht da schon mit da komplett und die Station plötzlich. Das war ja das Letzte. Ich habe da viel mehr davon, ist ja wurscht, die sind bei 2 Stunden. Ja, da sagen wir mal so, das hat einen großen Plan gehabt, das Ganze. Und das haben Leute gemacht, die echt eine Ahnung gehabt haben von allen möglichen Sachen, energetischen Sachen vor allem. Und dass das alles viel mehr
zusammenhängt früher, weil da gibt es ganz alte Aufnahmen, das will ich gar nicht eingehen, weil das wird alles zu komplex. Aber auf alle Fälle, das ist kein Zufall da. Ja. Und die ganzen alten Gebäude, und das alles, das, es ist ja so, dass die Gebäude da sind. Ja. Und die Betoner haben auch begradigt. Das ist auch immer, ja, was ist ja gemacht worden? Da bin ich ja klar. Aber in der Timeline, ja, in 3 Jahren die ganzen Burgmauern wegreißen und begrad machen und dann in 5 Jahren, die nächsten 15, 20 Jahre, alles komplett, das ganze Stadt erneuern, was mit allen Abfluss und mit allen, das muss ja alles größer werden gleichzeitig, wenn dann plötzlich Millionen von Leuten da rein müssen. Plötzlich. Ja, muss man so plötzlich erweitern, aber das geht sich halt alles nicht aus von der Zeit und mit den Leuten, mit den Frischgefangenen, die haben dann, das hat mir mal der Freund einreden wollen, gesagt, ja, da sind ja so viele Leute zugerast von dir, ja, und die haben alle gebauen können, die haben alle hervorragend irgendwie ein Gebäude bauen können, wo man heute ausstingerten und mit 50 polierten Marmorsäulen. Eh klar. Es ist so offensichtlich, dass ich mir einfach denke, immer sind die Leute wirklich so ignorant? Oder denken sie, ja, die Vergangenen, die so ein bisschen aufgeschrieben haben, die Gewinner, ja, weil die Gewinner schreiben immer auf, was gewesen ist. Und die, was das letzte Mal gewonnen haben, das waren die, die nachher reich waren. Ja? Rothschild und Konsorten. Die sind als Erster aufgewacht. Und haben sich gedacht, bevor die anderen kommen, greifen wir uns alles. Und sagen eine Story dazu. Ja, wir sind ein alter Adel und deswegen gehört uns alles. Ja, und die Trotteln haben es geglaubt. Und wir sind Pfaffen und uns gehört auch alles. Ist das nicht komisch, dass der Kirchen so viel kehrt? Fällt das keinem auf? Ich meine, Rom, allein was die da in ihren Köller haben, liegen haben, ja. Damit könnte man auch die ganze Not weltweit, naja, aufhören lassen. Die Kirchen hat die Kohle. Aber sie tut es nicht. Da würde ich zum Beispiel, wenn ich ein Christ wäre, würde ich sagen, hörst ihr Arschlöcher, was ist denn, ihr kraft euch das alles und steckt es euch unter die Kutten und dann habt ihr das schöne Hirl auf und drunter sitzt das Bubel und bloß da an, oder was? Ich weiß noch nicht. Anscheinend. Haben wir so gesagt. Dass viele davon schwul sind. Von den Leuten. Wurden sind, weil sie auch so behandelt worden sind oder wie auch immer. Oder durch die Schulung gegangen sind. Also Junge, und dann haben sie halt gelernt, was sie da zu tun haben. Ist ja nur so ein Verdacht. Also, was der, allegedly, wie das so heißt. Allegedly ist im Amerikanischen das Geiste. Allegedly, und dann kannst du alles sagen, was du willst. Allegedly. Irgendeiner hat behauptet, das ist so. Und ich sage, ja, irgendwer hat mal gesagt, das ist so. Und da kommen wir zu einem Ende. Was die Vergangenheit von Wien betrifft, haben sie uns ganz schön angeschmiert, meiner Ansicht nach. Aber vielleicht glaubt es was anderes. Und vielleicht glaubt es den Wikipedia und was soll ich so dazu. Ihr solltet euch mal überlegen, wie die Bunker zustande kamen im Zweiten Weltkrieg. Angeblich die großen Bunker sind in 11 Monaten entstanden. Wollt ihr es vielleicht vom Energiestandpunkt mal anschauen, wie viele Massen da produziert und gemacht sind und wie der Beton ausgehärtet hat in der Zeit, geht sie nämlich gar nicht aus. Wieder sowas. Ich weiß, wie lange sowas härten muss. Das kannst du nicht einfach einmal gießen und dann sagst, das machst du schon, aber das wird explodieren. Du brauchst, du musst das Schicht für Schicht machen, mein lieber Freund. Und das haben wir in 11 Monaten mit Winterpause oder keine, weiß ich nicht, vielleicht haben sie damals schon bedienen können bei Minusgrade. Aber angeblich in 11 Monaten, in Rekordzeit hingestellt zu einem Bunker. Ja, das sind immer die Sprüche. Ja, ja. Und damals haben wir ja alles gehabt. So zwischen 40 und 44, da waren wir ja gestopft, oder? 35, 40, da haben wir ja wirklich gehabt ohne Ende. Da haben wir so also einen Bunker hinstellen können. Einfach so, nicht einer silberne Flaktürme. Nicht? Die kann die absolut keinen Sinn machen an der Stelle. Weil was soll ich da verteidigen? Ich bin ja schon in der Stadt. Da schmeißen sie ja schon lange die Bomben ab. Was soll ich verteidigen? Wenn, dann muss ich das außenrum machen, ihr Vollidioten. Und nicht in der Stadtzentrum die Flaktürme hinstellen.
Wie deppert, dann muss ich das außenrum machen, wenn ich die Stadt verteidigen will vom Flugzeug. Weil wenn sie schon mal drüber sind, ist es ein bisschen spät. Weil da fallen die Bomben schon. Weil die schmeißen ja, die fliegen ja vier, da kann ich schon lange umdrehen. Bevor das da... Ja, ich habe auch keine Ahnung vom Krieg. Anyway, auf alle Fälle, alles Blödsinn. Von vorn bis hin. Aber vielleicht bin es nur ich. Aber ich kann euch sagen, schon wieder eine Stunde, das sind zwei und es ist eins fast. Also, drei, zwei, eins. Bei ihr Erscheinung.